weiter klingeln. Komm rein! Herr Kalber! Und ich dachte schon, ich bin Assi, Alter. Hat das einen Einsatz hier? Waren die maskiert bei dir? Alter, so sieht meine Tür aus immer jedes Mal, wenn die da waren. Und noch besser. So, das ist aber schön, dass du mich zum Frühstück eingeladen hast. Ist gleich, ja. Mach so 1,50 Meter Abstand. Ja, schaffst du mit deinem kurzen Arm gar nicht. Ja, scheiße. Ja, Mensch. Ich freue mich, Alter. Möchtest du Pizza? Wir haben gerade die OP eingeleitet. Das Ding macht doch richtig. Ja, stimmt, der ist auch besiegt. Der macht gleich die Grätsche. Dabei, dass du schwer bist, du massig. Immer noch, ne? Oh. Wie geht's dir, mein Freund? Ja, so gut eigentlich. Du brauchst ja gar keine Atemschutzmaske, du hast ja schon alles um. Ja, ne? Das ist gut. Ein Tzatziki, Mann. Nee, dein Bärtchen. Ach so. Wie geht's dir? Ja. Wie soll ich sagen? Den Umständen entsprechend. Gut, eigentlich gut. Eigentlich kann ich mich nicht beschweren. Außer das Leid, was wir alle aussetzen. Aber ansonsten habe ich keine Beschwerden. Meinen halbjährigen Herzcheck gerade gemacht, alles top. Habe ich gesehen, deine Story. Ja, war der Doc sehr zufrieden. Ja, war gut, ja. Mhm. Herz noch nicht gebrochen. Nee, meins kann man nicht mehr brauchen. Mein Herz, das kann man nicht reparieren. Ja, genau. Ja. Also hast du da so EKG gesagt? Langsam EKG hatte ich um und dann machen wir gleich das Echo und Ultraschall und den ganzen Gedöns, dann ist voll gedeckt. Und das lasse ich alle halbe Jahr machen. Jetzt hat er gesagt, jetzt brauche ich erst jedes Jahr kommen, also nicht so eine kurzen Abstände, weil alles okay. Fresh ist. Ich auch mal einmal im Jahr war ich jetzt letzter. Was sagt deine, bei Bodybuilding ist die Herzinnenwand ist ja immer dicker. Ja, da ist alles dick und kräftig. Alles dick und kräftig. Aber es ist gesund. Ja. Ne, darauf kommt es auch an. Na klar ist das verändert alles, aber das ist bei jedem Leistungssportler. Ja, ich meine, so normal Maß ist, glaube ich, bei 11 mm. Und ich hatte jetzt letztes, wo ich da war, 12,5 oder so. Uiuiui, das ist aber süß. Ja, Alter, ich hatte, da hat's gesagt, was ich hatte fast 3 cm gehabt früher. 13? 3 cm. Ja, dann wärst du tot, glaube ich. Da konntest du nicht. Deswegen ist nicht von deinem Penis. Ja. Nee, der war ja nicht so lang. Der war da war die Kruste vielleicht zu dick. Ich die Vorhaut. Nee, warte, aber 3 mm. 3 cm. 25 auf jeden Fall. Das ist, wie gesagt, haben sie bei jedem Test. Also das Wachs hat seine Arbeit getan, auf alle Fälle. Das war echt was. Vielleicht haben sie auch andere, jeder Arzt hat andere Parameter. Ja, also bei mir war der Vorteil gewesen, in meinem Herz, ich hatte da so ein Loch drin, also so ein Kanal. Und dadurch hatte ich einen sehr hohen Blutaustausch zwischen den Kammern. Und deswegen hatte ich noch nie so hohen Blutdruck, wie man jetzt vermutet hätte, okay, bei dem Steroidkonsum, den wir damals gemacht haben. Deswegen war das immer alles relativ pari und suche bei mir. Heute ist das ja nicht mehr, heute nehmen wir keine Stäbchen mehr. Wir essen noch Döner. Also, deswegen brauchst du ja keine nehmen, die sind ja voll gepumpt, die Viecher. Wie geht's dir? Was wir haben gerade ein Video gemacht über die New York Pro, dass das verschoben worden ist jetzt und dass ich sozusagen hier die. Auf meinen Geburtstag, ne? Ist das dein Geburtstag? Am 7. Ne, am 8. Ich hab am 7. August. Also Leute, am 7. August hier. Nee, rein. Juli. Nee, August hier. Die New York Pro stand 7. Ja, Juli, glaube ich. Nein. August war die Mr. Olympia Amateur. Da hast du falsch geguckt, glaube ich. Ich habe richtig geguckt hier. Guck, ich zeig dir den. Also ich habe doch fotografiert. Ich hatte das, du guckst gar nicht meine Storys, Alter, fällt gerade auf. Du. Hier, guck mal, da habe ich jetzt gepostet doch. Na, ich hatte das. Das ist August, weil ich hatte das bei Instagram gesehen. Ich glaube bei Dexter Jackson. Ja, bei Dexter Jackson guckst du, aber meine Storys guckst du nicht, ne? Ja, seine sind immer so eklig. Da kommt, nee, ja, weiß ich nicht, ob der Penis da kommt. Nee, dieses Glubschauge, dieses hässliche, kommt zum Anfang immer. Da ist der Tag schon gelaufen für mich. Ja, das ist so ein hübsches Auge. Was mit deinen Augen? Warum machst du die Sonnenbrille auf hier? Weil wer sowas, der will, der verbirgt was. Pokerface. Normalerweise. Der verbirgt was hier. Normalerweise noch Mundschutz um. Hallo. Digga. Wir wollen ja Vorbild für unsere User sehen. Richtig schön. 1 Meter Abstand. Du machst vielleicht dann das Interview. So, ne? Und dann, weil jetzt erkennt mich auch niemand mehr, ja, weil ich durfte ja gar nicht hier sein eigentlich. Das weißt du, ne? Ja, warum nicht? Du weißt, wo ich gemeldet bin. So, jetzt noch die
auf dem Tisch. Let's go! Leute, was geht ab? Da ist ein Messer. Kauft das verfickte Dairy Whey Protein von GN! Da hat das Messer in der Hand da. Ja, nee, das ist zu gefährlich. Den Fischmesser. Haben wir schon mal ein Thumbnail? Nee. So, hier willst du noch eine Milchschnitte, Heiko? Nee, ich würde gerne Kaffee trinken. Kaffee kannst du machen, wenn man. Ich habe hier so Pulverkaffee. Ja, genau. Das ist in Ordnung. Hier ist auch von GN. Ja. Und dann muss ich da Wasser aufbrodeln. Das ist ja alles nicht Bodybuilder Luxus, weiß ich. Für die Preisgelder kommt nichts rum. Du wirst lachen, Steve. Ich trinke gar keinen anderen Kaffee. Mir schmeckt der andere nicht. Ich habe auch mal löslichen. Die Marke darf ich jetzt nicht sagen, das ist ja Schleichwerbung. Ja, wieso denn? Sag doch. Ja? Ich habe auch so einen Knack Fokus hier, wenn du willst. Nee, Nescafé Gold Milch nehme ich immer. Also, das mache ich immer mit Wasserkocher. Was sagen können. Dass ich auch mal eine Tasse mehr saugen kann. Ich bin wieder so ein Kaffee-Junkie eigentlich so ein bisschen. Du musst ja erstmal hier aus. Meine 3, 4, 5, 6. Machst du ja? So viele Kaffees? Nein, ich trinke gar keinen Kaffee. Am Tag? Ja? Nee, in 12 Jahren, du Typ, du. Na klar, am Tag. Stabil? Du Typ, du. Stabil? Warte mal, wo ich so Adern noch auf der Fingerkuppe habe. Mach ich schon mal hier. Ich mach so. Mit dem Löffel so für mich? Ja, geh ich dir. Dankeschön. Bitteschön. So bin ich zu Ihnen. So, guckt euch meine Dosierung an, falls ihr mich mal einladet oder einlädt. Ja, wie viel Scoops? Scoops, ja, das sind Scoops. Das ist ein bisschen dünn, wa? Machen wir noch einen. Dann nimmst du noch den Löffel. Kipp doch gleich so rein. Nee, so. Wollen wir Steve seinen Kaffee nicht wegtrinken. Hier ist ein Stück Folie reingefallen, aber der nächste freut sich. Der ist eben für Moreno. Moreno. Ja. Steve macht schon Off-Season wieder jetzt. Wir wollen uns ja, jetzt Spaß beiseite, wir wollen uns ja heute mal so ein bisschen über das. Was war denn bei dir? Wir wollen uns heute mal. Wenn ich jetzt auch mal getan. Nee, alles gut. Wir wollen uns schon mal rein. Steve, das ist doch der Trick. Ich komme mit GN-Jacke rein und dann zeige ich meinen Brand. Verstehst du? Das ist. Deswegen ist mir jetzt warm. Ach, das ist immer schon. So. Du bist doch schlau. Ihr seid doch schlau. Schlauer von dir. Gibt's ja auch noch sowas. Immer so. Geschäftstüchtig. Ich brauche noch einen kleinen Süßstoff? Hast du Süßstoff? Ja, ich glaube. Oben, da kommt die schon. Ja, ja. Alles in meinem Haushalt hier, da. Mach mal Milch in der Hand. Aber das ist jetzt so, ist das jetzt an der Tagesordnung bei dir oder bloß mal so nebenbei? Oh, warte mal, weil alles vorbei ist. Wie alles vorbei? Naja, also Wettkampf vorbei. Der Leben oder? Ja, das auch, fast ja. Manche ja, manche früher so bei den Zickern. Ja. Ja, für die ist alles vorbei. Also ich persönlich, naja gut, was soll ich sagen? Weißt du, das Schlimme, was ich finde dabei, ist ja die Leute, wie die Leute darauf reagieren. Alles, was aus dem Fernseher kommt, aus diesem 4G-Ding, das ist so. Das stimmt. Da kann hast du Jaco seine Dinger geguckt hier? Nee. Die hat gestern gesagt, was sagt er? Die Leute sind so bekloppt. Weil er ist auf dem Dorf da. Auf dem Feld laufen die mit Maske rum. Stimmt, doch, das habe ich gesehen. Als wenn der Virus das Feld kriegt. Na, noch besser ist er, noch besser ist er in den Supermärkten. Ja, diese Konstruktion, die sie um die Kassen gebaut haben, diese sinnfreien Dinger, wo du den Trecker durchschicken kannst. Alter, also das heißt ja immer, die Bodybuilder sind ein bisschen so zurückgeblieben oder hängen geblieben. Aber dann sind wir Professoren gegen den Rest der Welt, Alter. Also die Leute, die sowas entwickeln, Hauptsache den Leuten irgendwas, wir schützen uns. Wo null Schutz da ist. Da baut schon einer. Der will rein hier. Der Virus. Ja, kann er kommen. Kriegt er direkt einen Flicken hier, wenn er. Mhm. Baut den Virus. Ja, aber so wie gesagt. Ich sag nochmal deine Meinung, wie du die ganze Geschichte siehst. Wie ernst nimmst du den Virus? Gar nicht. Also sorry Leute, da wird es jetzt natürlich viele Hater geben, also wie gesagt, ich habe da meine eigene Meinung drüber. Das ist ja das, ich habe vorhin mit Timo drüber gesprochen, über dich kurz. Da haben wir, weil du ja gestern in deiner Instagram-Story auch gesagt hattest, dass du hier Einwanderer und dies und das, da sage ich du, aber der Heiko, was das Gute bei Heiko ist immer so, er verstellt sich nicht,
Er will keinem gefallen und er ist, wie er ist. Und er hat eine Meinung. Und das ist ganz selten heutzutage in der Bodybuilding-Szene, dass die Leute noch eine eigene Meinung haben. Wenn jetzt so Heuchler erzogen, die Leute. Weil, dann fährst du ja besser. Wenn du mitheuchelst, genau, dann hast du mehr Vorteile. Die Querdenker, die sind immer unbequem, unbequeme Leute, versucht man natürlich zu verdrängen. Und, aber dann gibt es halt noch eine, die früh beim Pissen noch unterm Sack ein paar Eier finden. Und, hier paar Eier, ja. Hier auch ein schönes Ei. Ja, genau. Erstmal ein schönes Überraschungsei, wenn man es einfach. Naja, gut. Wenn es Überraschungseier wären, dann bin ich alt. Nee. Und ich, wie gesagt, ich lasse mich nicht verbiegen, ich lasse mir meine Meinung nicht wegnehmen. Auch wenn's, genau. Dann sage ich lieber nichts, wenn sie nicht erwünscht ist. Aber ich lasse mir meine Meinung nicht wegnehmen, weil das ist das Einzige, warum man so früh als Mann in den Spiegel gucken kann, dass man so ein bisschen noch seine eigene Meinung hat, seine eigene Persönlichkeit vertreten kann. Und wie gesagt, nochmal um deine Frage zu kommen, ich habe keine Angst vor dem Virus, den Virus gibt es. Der Virus mag auch hoch ansteckend sein oder ansteckend sein, ist aber meiner Meinung nach nicht ansatzweise so gefährlich wie eine Grippe. Und die Leute lassen sich ja gerne von Zahlen immer beeinflussen, denen legst du irgendwelche Zahlen auf den Tisch, dann ist das für die so. Haben ja jetzt so viele Leute schon, viele Länder auch gesagt, gerade Italien jetzt zum Beispiel, dass jeder Tote mit in die Corona-Statistik fällt. So, jetzt haben sie da zigtausend Tote, aber dass jeden Tag in Deutschland, guck mal, Deutschland hat 80 Millionen Einwohner, roundabout, so ungefähr. Jetzt ein paar mehr für den einen von gestern leben. Ja, naja, und die noch kommen jetzt. Ja. Ja, ne, und na gut, machen wir erstmal das eine Thema zu Ende. Ja, dann, jeden Tag sterben hier ca. 2200 Menschen im Schnitt. Ganz normal, altersbedingt halt, ne? Jeden Tag. So, jetzt rechnen wir auf die Corona-Toten oder die Corona haben. Es haben ja ganz viel Corona, aber die haben ja gar nicht alle diesen Corona-19 oder wie der Kumpel heißt, der Kollege, ja. Ne? Die haben einfach, weil das Coronavirus gibt es ja schon immer in vielen Formen. Ich glaube, so hieß es, so ein Grippe-Ding ist das, ne? Oder meinst du? Ne? Und Statistiken haben jetzt gezeigt, dass da, wo extreme Umweltverschmutzung ist, sprich China und Italien, weil irgend so ein Deutsch-Chinese, der hat letztens gesagt, Italien ist das europäische China, da treten halt vermehrt Fälle auf von diesem Dreck. So. Und dann auch diese widersprüchlichen Angaben, immer dann sagen die, der Virus verschwindet oder stirbt bei 25 bis 27 Grad Celsius. So Körpertemperatur hat 36, 37 Grad, dann müsste er direkt tot sein, wenn er ankommt. Und alles so eine Kleinigkeiten halt. Dann, er wird nur von Mensch zu Mensch übertragen, nicht von Tieren auf Menschen. Ist aber auf einem Tiermarkt in Wuhan da auf den Menschen übertragen. Also diese ganzen, deswegen gehe ich auf den Scheiß nicht. Und jeder, der so ein bisschen Lebenserfahrung hat oder schon ein bisschen älter ist wie wir oder der schon viele, sagen wir mal so, Entscheidungen unserer Regierung mitbekommen hat im Laufe des Lebens, danke. Der weiß natürlich, dass das irgendjemand verdient an der Scheiße am Ende. So sehe ich das. Und das ist einfach der Grund. Das ist wie so eine Generalprobe für mich hier, für das wirklich Schlimme, was kommen wird, eventuell jetzt danach. So sehe ich das. Weil wie gesagt, das Virus. Davor brauchen wir nicht Angst haben. Ältere Menschen müssen davor Angst haben, aber nicht wir. Und die älteren, ja, und die älteren Menschen, die sterben ja an den Sachen, die sie sowieso schon haben, glaube ich. Wenn das Virus dann mit reinkommt und diese Sachen verstärkt, dass das Immunsystem von alten Menschen, übrigens Durchschnittsalter der Corona-Toten in Deutschland 81, auch jetzt werden wir, ich komme ja, ich kenne, ich habe gehört, das sind 12 und 16 und das. Ja, wollte ich sagen, jetzt das ist ein Fall. Haben sie auch eine 16-Jährige. Ja, und du, vorletztes Jahr ist hier einer vom Ziegelstein erschlagen worden. Ja. Obwohl es windstill war. Verstehst du, was ich meine? Also, wie gesagt, wie blöd muss man denn sein, Alter? Das ist doch. Ja, wie gesagt, da gibt es viele Verschwörungstheorien. Oder nee, man, gar nicht mal Verschwörungstheorien. Ja. Man muss einfach mal ein paar, nicht alles schlucken, man muss mal Sachen hinterfragen, mal nachdenken. Warum machen die das jetzt so? Warum sind diese ganzen sinnfreien Aktionen jetzt mit dabei? Was passiert mit dem Finanzkapital hinterher? Was passiert mit dem Mittelstand? Ne? Alle werden noch Kredite festgemacht, alle kriegen ja, Vorteile. Ja, genau, der Mittelstand, der ist jetzt im Arsch. Der verdient wieder die scheiß Banken dran. Es ist, ja. Gefickt bleiben wir so oder so. Ja, was meinst du denn dazu jetzt, wie lange noch der Mittelstand, oder Sie sagen ja bis 19, jetzt, wir waren gerade vorhin beim Bühner hier, der ist auch Ist auf 50%. Strong geworden, Alter. Ist er stark geworden? Ist auch ein Löffel zu viel. Ist er dünn, muss ein Wasser, kannst du auch reinmachen.
So. Mein Pudding ist lecker, glaube ich. Das ist gut. Der Steve, der lässt es wirklich gut gehen. Ja, warum nicht? Alter, um dich macht jeder Scheiß Virus einen Bogen mit. Der sieht das. Ja, genau. Bei mir wegen meiner Fresse und bei dir wegen der Fresse. Ich stärke mein Immunsystem. Nee, weil ich meine, guck mal. Die ganze Wirtschaft jetzt, sag ich mal, die ganzen Restaurants, Friseure, Fitnessstudios. Ja, das ist schon krass, die Leute tun echt leid. Ja, was soll ich sagen? Wir haben ja meine Existenzen krachen gehen, Alter. Guck mal, wir, also bei Instagram verfolgst du ja, wie denn die Leute, ich habe ja da mehrere drin, die aus der Fitnessszene alle sind und dann jammern sie rum, wenn sie nicht trainieren dürfen. Aber ich denke ja immer weiter. Also Hobbyathleten, ne? Ich denke immer schon weiter. Ja. Guck mal, die Leute, wie du sagst, die gehen jetzt alle krachen mit ihren Geschäften. Irgendwann sind die Ersparnisse auch aufgebraucht, weil es, ja, die haben alle laufende Kosten auch, ja, die nicht wenig sind in den meisten Fällen. Ja. Dann irgendwann ist nicht mehr zu fressen, also Klopapier ist ja schon aus, aber irgendwann, wenn kein Geld mehr da ist, ist der Kühlschrank leer. So, mein Kreislauf. Und dann irgendwann, siehst du ja, die irgendwelche linken Zecken haben ja schon zur Plünderung aufgerufen. Ne, also, ja, ja. Und irgendwie so, ja, in die Richtung kann es gehen, dann müssen wir gewappnet sein. Dann, das ist das Wiener Wildnis, der Stärkere gewinnt. Also ja, immer schön weiter trainieren, immer stark bleiben. Das ist ja, wie, guck mal, die meisten jammern rum bei Instagram, wo sie jetzt trainieren. Aber was ist das, aber jetzt guck mal zu dir, so, was du dazu meinst. Die jammern rum, wir können nicht trainieren, wir müssen jetzt zu Hause rumhampeln. Und ich sag mal, ein Selbstständiger mit einem Restaurant, der sitzt jetzt da und. Da hast du diesen Bäckermeister gesehen, der rumgeheult hat da und auch geweint hat über seine Existenz. Nee. Weil da gab es dann auch wieder ein Video, dass er dann auch seine Angestellten da irgendwie sagte, wenn die jetzt kündigen oder wenn die jetzt krank machen, dann kriegen sie gleich eine Kündigung oder so. Da gibt es dann wieder Für- und Gegenvideo so. Aber da gibt es jemanden da, der hat, wie gesagt, eine Bäckerei, mehrere wohl und ist selbstständig und der hat da geweint. Dass ihn die haben ihr ganzes Leben geackert und sich das aufgebaut. Genau. Und das wirklich Entbehrung, wisst ihr, weil so ein Bäcker aufstehen muss jeden Tag und alles. Ja, das und das über Jahre, also die leisten da schon echt was. Da gehen wir gerade schlafen. Und dann, ja nee, ist ab morgen zu. Ja, schon krass, Alter, will ich nicht nach Haut stecken. Ja, also bin ich auch kein Bäcker geworden übrigens. Weil ich wegen. Weil du wusstest, es kommt Corona-Bier auch immer. Nachdem die das Corona-Bier auf den Markt gebracht haben, wusste ich, es dauert nicht lange. Ja. Kommt der Virus nach. Nein, meine, aber guck mal, jetzt, wie gesagt, was sagst du zu diesen. Leuten, die da rumjammern und die sagen, eigentlich geht es uns ja noch gut. Also mich fragen ja jetzt auch die Leute, was machst du jetzt? Wie geht's dir? Und du willst naja, wir jetzt immer, wir haben uns dabei nicht gesehen, dieselben, bist du reingekommen, wie geht's dir? Und wenn mich Leute fragen, wie geht's dir, kann ich ja eigentlich nur sagen, mir geht's gut eigentlich. Weil siehst du ja hier, ich habe noch Fressen, ich habe noch leckeres Essen. Ja, ich sehe das ein bisschen rund. Nicht so entspannt wie du, weil du weißt ja, ich bin da wirtschaftlicher eingestellt ein bisschen. Und das fehlt natürlich, die Einkünfte fehlen meine natürlich. Ne? Ja, gut, guck mal, mein Textilproduzent kann ich arbeiten, die Hoodie-Bestellung, meine Sportswear bleibt liegen. Das sind so alle Sachen, das sind ja auch kleine Einnahmequellen nebenbei. Du bist jetzt auch umsteigen auf Masken. Ja, habe ich gerade am Start, ne? Aber kriege ich nicht rein. Weil hier vorne ist Logo auf. Nee, richtig so mit Prüfzeichen. Ich kümmere mich schon, also ich würde schon überleben finanziell. Bloß, es startet ja kein Flugzeug, der mir den Scheiß herbringt. Ne? Und da fängt es ja an. Weil das ja global so eine Auswirkung genommen hat. Und was mir dann Angst macht, ist ja, wenn die dann so eine Brocken reinwerfen wie Weltregierung und so eine Sachen. Das kommt ja nicht irgendwo her. Mann, du Penner, hör mal auf, wir drehen hier, Alter! Ja, Alter, weißt du was? Hast du eine Macke? Jetzt komm ich mal heute, direkt heute. Rüber, du Hirnstein! Ja, da fällt mir das ein. So hier. Ein verblödeter da, Affe ist das. Hier, guck mal, ich habe einen Affen hier drin gehabt, im Überraschungsei. Hier, zwei Äffchen, halten auch 1,50 Meter Abstand. Schweine. Bauen wir dein Andreas Kreuz woanders an, Alter? Nimm mal eine andere Wand. Ja, Digga, wie gesagt. Ja, leider ist es ja, guck mal, aber trotzdem, ich gehe auf Instagram und sehe halt, in anderen Kontinenten sind die Leute im Sportstudio. Ja. Und selbst Schweden öffnet jetzt wieder die Sportstudios demnächst, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Und weil das die Gefahr ist ja gerade auch für die älteren Leute mit den Sozialkontakten, davon leben die ja, davon zehren die ja in ihrem Alter. Jetzt ist alles näher, aber jetzt sind die,
aber das Tante Frieda kann ich zu Oma Emma gehen. Ja, genau, stimmt, ja. Und das ist für die alten Leute ganz schlimm, weil die haben ja niemand mehr teilweise, ja, weißt du? Und daran gehen die zugrunde. Das ist ja nicht an der. Das ist ja auch meine Meinung. Du sagst, also die Psyche. Das ist ja das, was ich so sage, wenn es jetzt so weiter noch Wochen lang geht, irgendwann siehst du die Leute sehen, einer hat sich ja schon ermordet, umgebracht hier, ein Politiker sogar, komischerweise. Ja, weil er schlau ist. Ja, weil er schlau ist. Nee, ich meine, aber du wirst es doch sehen, den einen oder anderen, auch gerade Leute zum Beispiel, gut, du sagst es mit Tante Emma und so, weil die, aber die kommen, glaube ich, auch mit dem einsamen Sein so oder so klar. Nee, glaub mir das, ich sehe es ja bei meinen Eltern. Ja? Ich habe meinen Eltern lebenslange Mitgliedschaft in einem Sportstudio organisiert. Die sind beide 77 werden die jetzt. Okay. Und die nutzen das ein, zweimal die Woche, haben dadurch andere soziale Kontakte, sind körperlich etwas gefordert, weil die machen ja da ihren Wellnesskreis oder irgendeinen Scheiß machen die ja da. Aber die tun was. Mhm. Ne? Und das machen ja ganz viele Leute in dem Alter. Die wollen ja älter werden, die wollen ja was vom Leben haben. Die haben ihr ganzes scheiß Leben gepuckelt und jetzt wollen sie was vom Ruhestand haben. So, jetzt wird alles weggenommen, denen, ohne nachzudenken, einfach so rigoros. Weißt du, das ist so, das finde ich scheiße. Die Leute tun mir halt leid. Weil wir uns können sie nackt vor die Haustür schmeißen, wir kommen überall zurecht und klar. Ne? Der eine so, der andere so. Nee, aber du weißt, was ich meine. Und da liegt halt die Gefahr. Aber wenn die jetzt den Gürtel noch enger schnüren, heute sind ja wieder irgendwelche neuen Sachen beschlossen worden, glaube ich. Heute, ja? Was denn? Mit noch rigoroseren Strafen und richtig Geldstrafen und wenn der Mindestabstand nicht eingehalten wird, dann sofort Kohle auf den Tisch. Alter, geh mal in den Supermarkt, ich bin mal gespannt, wie die das machen wollen, Alter. Muss man Radio hören. Wenn du in Russland keinen Abstand hältst, bis zu 7 Jahre Haft. Ja, gut, aber in Russland glaube ich das so, weil die labern nicht, die Jungs. da kommt die Polizei mit Knüppel und haut dir einen auf den Kopf. Du. Das ist ja noch der Unterschied. Naja, auf alle Fälle. Ich bin der Meinung, um mal die Sache ein bisschen ins Positive reinzuziehen, die Athleten oder die Sportler, auch unter euch da draußen, nutzt jetzt das schöne Wetter, wenn es kommt. Ich habe mir mein Fahrrad wieder fresh gemacht. Ich werde wirklich versuchen, sobald der Planet draußen ist, eine Stunde Rad zu fahren, ein bisschen körperlich betätigen, versuchen geistig fit zu bleiben, also jeden Tag 12 Stunden Playstation spielen und so eine Sachen. Und machst du, du machst mir ein ganzes Statement kaputt, Kameramann, sag mal. Wenn man keine hat, Gameboy spielen. Gameboy. Alles klar, okay. Schön Gameboy spielen. Also wie gesagt, diese Motivationsvideos, was sich die Leute alles einfallen lassen, um sich körperlich zu betätigen, das finde ich schon ganz geil. Auch wenn viele lustige Sachen dabei sind, aber scheißegal. Ich bin immer der Meinung, alles, was mehr wie null ist, ist was. Hm. Ne? Und wenn man einen scheiß Hampelmann in der Küche macht, so wie wir jetzt passiv praktisch. Ja. Nee, alles, was mehr wie null ist, ist gut. Und diese Rumliegerei und Faulheit und vor allem depressiv werden, das ist das Schlimmste, was dir jetzt passieren kann. Hier, gucken nach vorn, gucken. Jetzt sollte so einen? Nee, das war nicht. Hast du Kaffee noch? Ich probier den mal. Jetzt hast du ihn unterbrochen. Ja, naja, du sagst positiv. Genau, da ich älter bin, natürlich direkt Faden verloren. Ah. Danke. Das ganze Video im Arsch jetzt. Scheiße. Naja. Nee, mit den sozialen Kontakten jetzt, dass das alles nur noch über Social Media läuft, das ist natürlich ja, ein bisschen bitter. Man kann nirgendwo hin. Man kann ja nicht mal eine Pizza essen. Muss ja hier. Ja. Ich konnte nicht mal jetzt mit Timo mich hinsetzen, irgendwo was essen gehen. Ich wollte an der Tankstelle, wo ich unterwegs war, wollte ich einen Kaffee trinken, mein Brötchen essen, was ich geholt habe. Da durfte ich drin nicht essen. Ja. Da bist du bescheuert? Da dachte, nee, darfst du nicht. Ich gehe doch jetzt nicht draußen fressen wie so ein Assi. Ja. Da vor der Tür. Da kannst du ein scheiß Brötchen behalten. Ja, siehst du. Ja, dann habe ich ja trotzdem gefressen. Du machst halt auch, weil er die Die führen ja auch nur aus, aber dann stehen da irgendwelche Sicherheitsleute. Du musst einen Einkaufswagen nehmen, wenn du reingehst. Genau, warum muss ich das machen? Na, das ist so angeordnet. Und dann sehe ich diese an den Kassen, diese sinnfreien Gestelle, die vor allem die eine Kasse ist geschützt und neben dir die Kasse ist der Rücken komplett offen. Also wenn du da einen hustest, dann geht das Virus da nicht hin.
Weil das will ja unbedingt durch die große Öffnung, die bei dem anderen ist, wo es nicht durchkommt. Weil die Viren, haben ja alle einen gefühlten Durchmesser von 12 Metern. Deswegen passen die nicht in diese Scheuntore rein, was die sich da in Konstruktionen gebaut haben. Und die Leute verarschen, wir schützen uns. Das, wer ordnet sowas an? Was ist mit den Menschen nicht in Ordnung? Warum? Sitzen sie mit Gummihandschuhen sitzen sie da. Vielleicht ist das ein Fetisch. Keine Ahnung. Fetisch. Die werden dann alle so eine Lackexperten. Ja, jetzt ist Lacken ja die andere ja schon aus. Wie ist das mit Maskenpflicht? Wie gesagt, soll jeder seine eigene Meinung haben. Du hast mich nach meiner gefragt. Ich stehe der Sache komplett anders gegenüber, ja, also, wie das Gros. Wenn du meine Meinung mal so wissen willst, was. Ich, weil du sagst so, das ist. Kann jeder Virus. Aber es sind auch keine 1,5 Meter jetzt, wisst ihr. Ah, 1,70 Meter. Vielleicht. Na, jedenfalls. Was jeder Virus hier, weil du sagst hier, das ist wie jeder andere Virus, aber ich sag mal, weil jetzt zum Beispiel New York so als Beispiel, da ist ja richtig Halligalli, da ist ja richtig, ich weiß nicht, die können da, die Krankenhäuser müssen ja schon die Toten da in so ein Laster da, oder ich glaube sogar der Central Park ist da dazu da, dass sie da Zelte aufbauen und da die Toten abliefern. Ja, die wird es alle nicht geben, warte mal. Meinst du? Guck mal, Corona gab es schon immer. Und man darf ja nicht Corona mit diesen, wie heißt der, Covid-19 verwechseln, ne? Ja. Das ist ein Ableger davon. Corona gab es schon immer, haben die Leute auch schon immer. Es wurde nur nie drauf getestet. Guck mal, selbst in den Desinfektionsflaschen, früher steht das ja schon oben, Coronavirus, gegen Coronavirus. Ja. Und die Flaschen, was ich gesehen habe, die waren 5 Jahre alt. Also, wie gesagt, es geht um diesen Covid-19. Und der ist eine gefährliche Form von Corona, aber es wird ja das Corona verallgemeinert und versucht den Leuten Angst zu machen damit. Und das verstehe ich, warum macht man den Leuten Angst? Vor Schweinegrippe, das war ja auch eine Pandemie, war ja länderübergreifend. Vogelgrippe war auch eine, wurde ja nie als Pandemie deklariert. Oder wir haben ja nie so eine Maßnahme erfahren. Jetzt machen die, wie gesagt, weil ja, das ging auch. Das ist natürlich auch eine super Gelegenheit, vielleicht das Bargeld abzuschaffen und alles. Ja, da ist ja auch der, das ist genau, meine ich ja, das ist alles so zu Thema. Es werden da schon was, wo noch und so. Der eine sagt Bargeld abgeschafft, der nächste sagt, die wollen die Menschheit abschaffen oder die wollen die Armut, die wie du sagst, wollen die, dass nur noch die Reichen am Zuge sind und der Mittelstand am Arsch wieder ist. Dass sie, oder der nächste sagt, mit dem Impfen, dass sie uns besser kontrollieren können und all so Geschichten gibt es ja. Ja, da wollten ja schon welche mit Chip einbauen und alles. Also, so was, ja. Ich meine, gut, pass auf, also jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe ja den ganzen Scheiß schon durch. Ich komme ja aus der DDR. Ja. Jetzt werden wir ja DDR regiert wieder gerade, wenn ich das so sagen darf. Ich soll mir ja politisch immer nicht äußern, muss ja sehr vorsichtig sein hier, aber. Ich habe den ganzen Scheiß schon durch. Ich weiß, was die auch gemacht haben damals. Viele Sachen sich einfallen lassen haben. Das ist jetzt mal 10. Und wie gesagt, wie kann man denn in so einer Situation, wo es angeblich um Menschenleben geht, angeblich, sich so viele Leute reinholen und Politik der offenen Grenzen vertreten, weil alle, die jetzt reinkommen, sind natürlich kerngesund, ist ja logisch. Ne? Die ganzen zig, hunderttausend, die jetzt reinkommen sollen. Oder 1,5 Millionen müssen ja noch reinlassen. Ne, also wie gesagt, die werden alle geimpft, die sind alle zertifiziert, die Leute, die sind kerngesund. Das sind auch alles unsere neuen Fachkräfte zum Beispiel, darf man ja immer nicht ins Lächerliche ziehen. Weil wir entlassen ja unsere Fachkräfte, die wirklich was drauf haben und was können, weil sie vielleicht 1 Euro zu teuer sind. Und nehmen dann die neuen Fachkräfte, die natürlich viel, viel qualifizierter sind für alles. Sie werden auch vom Staat noch gefördert. Ja, und wie gesagt, mir braucht den ganzen Scheiß keiner erzählen, ich bin keine 12 mehr. Also scheiße, die wollen einfach nur in 60 Arm abschaffen, ja. Ja, der ist doch schon lange abgeschafft. Ja. Jetzt haben wir nur noch 50er. Aber wie machst du das jetzt eigentlich? Jetzt ohne Scheiß mal. Gehst du draußen da ein bisschen zwischen Mülltonnen dich amüsieren? Trainingstechnisch meinst du jetzt oder meinst du so, wie ich das? Ja, so generell trainingstechnisch. Ja, trainingstechnisch habe ich jetzt auch die letzten Wochen, wie gesagt, rumgedümpelt so vor mir hin. Aber jetzt Gott sei Dank hat mir ein letztes geschrieben, ein Kollege, den kann ich noch aus dem FedEx. Der hat das, was sich im Keller aufgebaut und so ein paar Geräte und so. Mhm. Da werde ich jetzt mal Straßen weiter, da werde ich jetzt wohl in Zukunft dann ein bisschen was machen können. Das ist ja wichtig auch für dich. Ja, aber du, wie gesagt, klar ist es wichtig, aber andererseits
wie ich so am Anfang sagte, es gibt Schlimmeres. So, es gibt wahrscheinlich für mich als Profi-Bodybuilder, klar, ist es schlimm oder ist es nicht gut. Oder, aber ich glaube, es ist schlimmer als mich getroffen, wenn ich. Wie Tim das oder irgendjemand hat das gestern gesagt, für die Freizeitsportler ist es halt ein Luxusproblem, was gerade genau, entsteht. Genau. Ja, wir haben auch gestern gesehen. Ja, und damit hat er den Nagel eigentlich auf den Kopf getroffen. So halt. Ja, so sieht aber es, es ist, also ich baue ja Stress ab da. Ich muss da hin, damit ich nicht ausflippe. Ja, ich weiß, was du meinst. So, weißt du, weil so geht's mir nicht nur mit, so man grübelt ja sonst nicht diesen. So geht es aber mir nicht nur mit Bodybuilding. Guck mal, also Bodybuilding ist ja in den Anführungsstrichen jetzt noch, wo ich Wettkämpfe teilnehme, so Art. Beruf oder so, Art so Berufung, also ja, Art, ich muss das machen, weil ich noch was erreiche. Du verdienst ja eine Million jedes Jahr damit. Ja, natürlich. Genau. Deswegen, und die ist ja jetzt weg. Erst ja, mal. Genau, die ist weg. Nee, pass auf. So deswegen gestellt mit Code Heiko 10 bis Steve. Ja, genau. Entschuldigung. Nee, richtig so. Genau. Hauptsache ihr bestellt überhaupt. Nee. Aber was du gerade sagst mit dem Sport bei dir, ist zum Beispiel bei mir. Ich gehe gerne schwimmen oder gehe gerne, um auch Ausgleich zu haben, um meinen, wie soll ich sagen, nicht verrückt in der Bude zu werden, gehe ich gerne in die Sauna und entspanne mich da ein bisschen, so wie du sagst, du brauchst das Training. Um den Schwert ins Wasser zu tauchen. Auch genau, das Schwert. Und mit dem Segelboot. So sieht's aus, so. Und da gehe ich gerne, kann ich auch nicht so. Oder die Hälfte der Menschheit hier gehen in die Shisha-Bar, um sich entspannen zu können oder um... Da, wie du sagst, das sind alles Luxusprobleme. Und das ist ja so, außer bei uns Profi-Bodybuildern, sag ich mal, die jetzt Wettkämpfe bestreiten, oder ich sag mal, eigentlich gehöre ich ja eigentlich auch nicht damit dazu, weil, wie gesagt, was verdiene ich bei so einem Scheißwettkampf? Jetzt wäre ich nach New York geflogen, was macht man da? Da verdienst du ja nichts mit. So, doch, wenn man Erster wird. Ja, aber das ist ja alles auch. Was sind das für Frauen? Das ist ja auch nichts mehr. So, ein Verhieß, ein Dexter Jackson, ein Big Ramy, die Jungs so, die, wenn die jetzt wirklich nicht mehr trainieren könnten, dann wäre es für die ein richtiges Problem. Ja. Aber jetzt wir in Deutschland, die Jungs alle, jetzt war ja auch die Rede davon, alle machen in Deutschland, aus Deutschland mit Roman Fritz, Mike Sommerfeld, Paul Polacek, Enrico Hoffmann, ich. So, ja, was wollen wir da jetzt? In New York, was wie du schon, sagst. Ja, da habe ich ein bisschen andere Einstellung. Ich bin. Erzähl. Wie soll ich das? Ich kann jetzt nur von meiner Zeit damals reden, wo ich Wettkämpfe machte. Für mich war das jetzt kein Zwang. Für mich war das einfach geil. Ich wollte da unbedingt. Um mich weiterzuentwickeln, um ein bisschen Geld zu verdienen. Darauf wollte ich ja hinaus. Deswegen bin ich ja Profi geworden, weil ich ja Geld verdienen will mit meinem Hobby. Ne? Deswegen bin ich ja Profi geworden. Ja, ich weiß. Und war natürlich. Feurig auf jede Show, auf jeden Wettkampf, auf jede Vorbereitung, gerade wenn man dann so diesen Weg gegangen ist bis dahin, dann gut aussieht, dann dieses Ritual in Flieger steigen mit deinen Fresstaschen da oben, der Anfang zu laden schon, wenn du am meinetwegen Samstag die Show hast und Dienstag oder Mittwoch rüberfliegst. Ja, und das ganze Ding so, da war ich so. Ich war vom Herzen dabei. Vollblut. Meine ich ja, das ist ja was anderes. Deswegen sage ich ja gerade. Aber es hat ja nicht was mit, das hat ja nichts was mit Geld zu tun. Na doch. Das ist ja wie manch einer geht zum Arbeit, weil er arbeiten muss. Ja. Es gibt ja wirklich jetzt, sagen wir gerade jetzt in der Zeit kristallisiert sich das heraus. Da guck mal. Was da? Die Hund, Stiefel. Ja. Zum Training. Guck mal, jetzt zum Beispiel die Krankenschwestern oder die Doktoren. Jetzt stellt sich raus, ist eine Krankenschwester Vollblut, wie du sagst, Vollblut-Krankenschwester, macht sie den Job gerne, weil sie Bock hat, Leben zu retten? Oder macht sie den Job, weil sie einfach überleben, weil sie Geld verdienen muss? Und da kommt es ja so, das ist ja das, was bei den Bodybuildern auch, da geht es solchen Leuten geht's ja nicht ums Geld verdienen, sondern einfach, weil sie ich weiß, was Lust haben. Und genauso ist es ja, wie du gerade sagst. Du hast gerade gesagt, da steigst du am Flieger und da hast du Bock drauf gehabt. Du hast Bock, dich mit Wettkämpfen zu messen. Das meine ich ja alles. Aber wie gesagt, trotzdem wollen wir ja mal die Kirche im Dorf lassen. Wir machen da die New York Pro mit und man macht ja da kein Mr. Olympia, wo man auch der Meinung ist, ich gewinne da. Ja, aber du bist ja Profi geworden, weil du ja diesen Lifestyle haben möchtest, ja, genau, und damit deinen Lebensunterhalt finanzieren kannst, mehr oder weniger. Etc. Ob das ein Sponsor ist, dies, das. Weißt du, das ganze Paket dann, was zu dir rüberwandert, automatisch. Man versucht ja dann auch, sich von Show zu Show oder von Jahr zu Jahr zu natürlich dazu, aber ne? Wie gesagt, klar. Aber irgendwann ist ja auch der Punkt, dann musst du es machen, weil du ja Geld verdienen musst. Mhm. Und nicht mehr diese Euphorie wie zum Anfang, das kann ich auch verstehen. Obwohl es, wie gesagt, bei mir war immer bis zum Schluss, ich war immer aufgeregt, ich hab das genossen. Aber mal ein anderes Ding, was du gerade angesprochen hast, hat mir richtig gut gefallen mit den Krankenschwestern. Ja, was ich
total zum Kotzen finde, ja, ist diese beschissenen Scheiß-Schauspieler, die jetzt in der Werbung da reinheucheln, ihr seid die, die uns helfen, ihr seid die, die uns aufbauen. Ja, genau, genau. Ey, ein ganzes scheiß Leben hat ja, genau, keine Krankenschwester ich, euch Wichser genau, interessiert, Alter. Und jetzt ich kommt ihr um die Ecke, weil ihr da wieder ein bisschen Geld für kriegt, ihr Wichser, Alter. Ja, genau, das ist das. Corona. Dann, nee, ey, dann spendet doch jeden Monat genau euer scheiß Gehalt an die, wenn ihr die so Geld findet. Das finde ich aber und, Alter, das aber kotzt das mich an, Alter, wenn ich sowas sehe. Guck mal, wie ich gerade, genau, du sagst, aber gerade das, und das ist ja das, was ich meinte, da gibt es Krankenschwestern, sag ich mal so, die machen den Job aus Herzens, weil sie Lust haben, mit Menschen, Menschenleben zu retten oder Menschen zu pflegen. So, weil sie das vom Herzen wahrscheinlich ja, die wachsen Berufung. Da, die genau Berufung, wie man so schön sagt, so wie meine Berufung Bodybuilder, so meine ich mit dem Herzen dabei. So du wächst ja klein auf, solche Leute werden klein auf in so eine Familie integriert, dass sie da mehr ja, die haben einen Helfer muss, genau das ist. Die werden wahrscheinlich in ihrer Familie schon die kleinen Brüder immer da, die Schuhe morgens angezogen haben und zur Schule gebracht haben. Genau. So, das sind das die nehmen da rein so, und solche finde ich gerade, wie du gerade sagst, da ist das Blöde mit diesen wie alle jetzt so tun, scheinheilig, wie sie sind, alle da ja, die ganze Welt. Aber schlimm finde ich es noch, dass sie alle da so tun und sagen, ja, die sind uns, die oder die Kaufhausleute, die halten die Stellung, die an der Kasse sitzen. Du, warum macht denn die Politik nicht erstmal hier, Jungs, ihr kriegt alle mal 500 Euro mehr jetzt im Monat? Das ja, finde ich unfair, ja, weißt ja. So muss es sein eigentlich. So, das ist meine Meinung. Weil da haben die viel mehr von, als genau, wie von so einem scheiß Vortrag von genau, so einem verlogenen ja, Penner. Und nächstes Mal ist es wieder ein anderes Thema, wo er seinen Apfel in die Fresse hält, ja, weil sein Sender sagt, mach mal ein kurzes Statement dazu. Genau, wie gesagt, diese kleinen Wichsfressen können die alle kaputt schlagen. Ey. Ja, das sehe ich genauso. Also das ist auch furchtbar. Also, wenn ich da... Das ist, da wie gesagt, da gibt es so einen Typen, der ist so ganz dünn und heißt wie eine Frucht. Wenn ich den Apfel sehe, den könnte ich... Heißt wie eine Frucht? Ja, kommt aus dem Osten. Ist auch eine Ostfrucht. Ja. Nee. Du meinst aber nicht Nüsslein, ne? Nee, wächst am Baum aber ist, und ist blau. So mehr sage ich dazu nicht. Okay. Weiß ja gar nicht, wie du meinst. Auf jeden Fall, du, wie gesagt, naja, ja, da gibt es ja genug Promis gerade, die jetzt dafür, wie du sagst, alle genug. Und ich finde es halt, aber wie gesagt, das ist das eine, ich finde es halt auch schlimm von der Regierung, dass man, dass jetzt geht es klar, so Startpakete oder Förderungs für die Selbstständigen, das irgendwie mit 9.000 Euro oder was. Habe ich jetzt auch hier von Kontakt gehabt mit einem, der einen Bodyshop hat, der jetzt auch sagt, er hat diese... Mann, hilf auf hier! Heute ist Corona-Tag hier frei. So, weißt du, da gibt es dann welche, die sagen, gibt es jetzt irgendwie 9.000 Euro Förderung jetzt? Dann beantragen sie das und kriegen das dann auch gestellt, was auch immer. Aber wieso kriegen jetzt die alle, wie sie so schön sagen, die Promis? Ihr haltet aufrecht, ihr haltet die Stellung, weil ich glaube auch, die werden es nicht einfach halten. Also ich sag mal gerade, eine Krankenschwester... Wir müssen zusammenhalten. Ja, na dann spende doch den Armen ja, was. Ich, ja, genau. Gib doch den Armen was von der fetten Gehalt ab. Jeden Monat 500 oder 1000 Euro von meinen 5 oder 10 Mille, die ich kriege, genau, ja, gebe ich den Leuten, die nicht so viel verdienen, die jetzt auch mit dem Arsch zu Hause sitzen. Aber nicht diese Heuchelei. Aber das ist halt typisch deutsch. Ja, typisch genau, deutsch. Und deswegen kriege ich auch, das sind genau die Leute, die mich dann anschreiben und sagen, ja Heiko, das ist ja alles richtig, was du sagst, aber was sollen wir denn verändern als Einzelne? Nein, na, wer denn sonst, wenn nicht wir? Ja, aber ist ne? Ja leider doch. Kalle for President. Kalle for President. Ja, genau. Ja, aber das ist ja, du kannst das ja, du kannst dich aufregen, wie du willst. Du änderst auch. Alle gehen in ihre scheiß Komfortzone rein und wundern sich, dass alles schlimmer wird, anstatt zu mal rauskommen. Ja, da gibt es auch zu wenig. Das aber das ist dem aufgefallen, dass das, gut, wir... Das soll ja kein politischer Sender werden. Aber ist dir mal aufgefallen, dass das extrem unterschiedlich von Ost zu West ist? Was meinst du jetzt genau? Diese Komfortzone der Leute. Dass im Osten die Leute noch auf die Straße gehen, immer noch nach wie vor. Was ja hier gar nicht ankommt in der Presse. Ach so, meinst du? Ne? Und solche Sachen. Und, ja, und, ja. Und hier die Leute, wenn die hier zum Beispiel auf eine Demo gegen AfD gehen oder so, und du fragst sie, warum bist du denn jetzt hier? Was findest du daran jetzt scheiße? Ich bin ein Mitläufer. Wir wissen gar nicht, was los ist. Ich bin und machen aber ganz auf schlau, Alter. Ein Kumpel hier. Ja, finde ich. Ja. Und aber, was willst du, wie willst du denn mit solchen Leuten in einem Land zusammenleben? Mit so einem Sack voll Pfeifen, Alter. musst du ja, Alter. Ja. Ja, aber ich sag mal so, jetzt auch nochmal, wie du gerade sagst. Von vielleicht soll ich erstmal mit Bürgermeister anfangen, nicht gleich mit Präsident. Oh, das wäre nicht schlecht, du. Bürgermeister von Hamburg, ja. Ja. Siehst du. Nee, was wirst du ändern? Ja. Nee, aber was, wo ich nochmal hinaus wollte jetzt so,
Was meinst du denn, welcher Mensch, welcher Kategorie Mensch hat es jetzt am schwersten? Der Mittelständler, aber die Sozialempfänger, die kriegen ihre Kohle. Die neue Bürger bekommen auch alle ihr Geld. Denen geht's gut. Der Mittelstand, der wirklich arbeitet für sein Geld oder sich jahrelang was, das ist der Gefickte. Ja, du meinst, der Mittelstand trägt ja. Du meinst die Selbstständigen? Ja. Der Mittelstand und die kleinen Unternehmer. Aber ich sag mal, selbstständig ist ja nicht Mittelstand, oder? Oder sehe ich das falsch? Naja, nee. Wenn man selbstständig ist, hat man ist ja meistens. Die Selbstständigen sind ja meistens der Mittelstand. Das sind ja nicht die ganz Reichen. Die ganz Reichen sind ja dann so die 6-7-stellig im Monat verdienen und die das ganze Ding. Was meinst du denn, also auch immer so als Beispiel? Deine Meinung, was meinst du denn, so ein, du trainierst ja selbst in meinem alten Gym da, Fit One, oder so eine Kette wie Fitness-Discounter generell. Ja, genau. Was meinst du denn, wie es denen, wie die davon betroffen sind? Im Gegensatz zu, ich beobachte ja, wie gesagt, liebe Grüße an Andreas Bosse, an Matthias Bottroff, die ein eigenes Fitnessstudio haben, jetzt privates sozusagen, keine Kette angehören. Die sind ja schon. Ja, sag ich mal. Naja, die haben. Liebe Grüße auch an Dirk Kau, der hat auch zum Beispiel, der war dann so denk ein bisschen weiter, auch an die Mitglieder, der hat dann seine Gewichte verliehen da oder so. Also der versucht dann die Leute, also der versucht die Bindung zu den Mitgliedern zu halten, indem er auch, weil er gerne möchte. Es muss ja vom Staat, ist es ja jetzt so, ich darf ja sogar, wurde mir gesagt, ich brauche meine Miete nicht unbedingt jetzt zum ersten zahlen. So eine Sache, so. Das ist eine Einstellungssache. Aber ich zahle trotzdem meine Miete, auch wenn ich weiß, also ich. Das ist eine Einstellungssache. Ja, du schwimmst ja auch im Geld, du gehörst dazu in den Reichen. Richtig, genau, deswegen kann ich das ja abgeben. Nee, aber. Nein, aber das ist der Mittelstand, den wir gerade gemeint haben, ja, die Bosses und wie sie alle heißen. Genau. Die Fitness-Discounter, die brauchen sich kein. Die haben alle Klebeverträge. Ja, da kommen die Leute nicht raus, die buchen jeden Monat das scheiß Geld von den Leuten ab. Und im Gegenteil, ja, aber ist das die nicht profitieren ja davon, weil die haben ja keinen Verschleiß mehr jetzt. Die brauchen nur mal mit Staublappen rübergehen. Ja, die Miete müssen sie doch auch zahlen. Also das Gebäude da. Ja, aber die kriegen, die kriegen doch trotzdem ihre Einnahmen. Beiträge werden abgebucht. Genau, und der Staat ist es. Und ja, die Geräte werden nicht benutzt, die werden geschont. Und aber ist es nicht so, dass. Ich weiß nicht, wie ist das gesagt? Höhere Gewalt ist das bei denen in den Verträgen. Habe ich mir erkundigt. Weil ich habe zu einem Kumpel gesagt, warum machst du denn jetzt nicht. Also wenn ich Kunde wäre, ich würde doch bei dir gar nicht bezahlen für was ich nicht nutzen kann. Und da sagt er, ja, das ist aber bei uns in den Verträgen nicht drin, weil in den Ketten, also in den Fitness-Discountern, da ist im Vertrag die höhere Gewalt mit drin, dieser Zusatz. Und höhere Gewalt ist ein einmaliges Ereignis, ist er, ne? Ach so, okay. Und die Kleinen, die haben diese Klausel nicht drin. Nee. Und deswegen sind die so gefickt. Und die Großen kommen damit durch. Die können sagen, aus Kulanz, wenn du mal kündigst, dann hängen wir das hinten dran. Obwohl das Blödsinn ist, wenn ich kündige, will ich auch aufhören da. Mhm. Ne? Aber dann können wir das hinten kostenlos ranhängen dann. Wenn du jetzt mal. Ja, so macht die das ja nicht. Ne? Wenn du das jetzt nicht nutzen kannst. Und, ich meine, so machen das ja jetzt, wie gesagt, ich hab die Jungs alle bei Instagram. Und da sind wir dabei, die Reichen. Oder die großen Ketten, die haben da nicht so Kopfschmerzen wie der arme kleine einzelne Studiobesitzer. Ne? Ja, aber das ist ja das Traurige so. Und guck mal, das ist ja, und das ist ja auch so, die gehen ja solidarisch an die Mitglieder ran und versuchen sich, heutzutage kannst du das Gott sei Dank machen. Früher hätten sie es wahrscheinlich mit Briefen gemacht oder mit Telefonanrufen. Heute haben sie ja Instagram, Facebook, YouTube Möglichkeiten, um an die Mitglieder zu Appell zu machen und zu sagen, Jungs, ich würde mich freuen, wenn ihr trotzdem euer Geld abbuchen lasst und wir es wieder ranhängen können. Ich gebe euch die Möglichkeit dafür, als ihr könnt vorbeikommen und euch ein paar Gewichte für zu Hause ausleihen. Also ich finde die Art und Weise da schon gut, weil das zeigt auch gewisse Menschlichkeit, auch gewisse Solidarität. Genau, und da zeigt sich ja auch der Wahr, wie gestern hat es Andy Bosse gepostet, in der Krise zeigt sich der wahre Charakter oder die Eigenschaften, wie jemand solidarisch oder Loyalität zeigt halt. Ne? So, und wie gesagt, wenn jetzt, ich sag dir ganz ehrlich, wie es bei mir wäre, wenn ich jetzt natürlich irgendwo festen Vertrag hätte mit einem Fitnessstudio oder jetzt bei Klaus, gut, bei Klaus sind wir beide, aber wir haben ja nie was bezahlt bei Klaus, aber würde ich jetzt da noch so bezahlen, würde ich zu Klaus hingehen und sagen, hier hast du deine 30, 40 Euro. Hast du die am Start? Weil ich möchte nicht, dass du zugrunde gehst, ungefähr. Verstehst du? Mach das doch. Da musst du ja irgendwann machen, hast du recht. Jetzt hast du es gesagt. Jetzt soll ich es auch mal machen. Müssen wir nur aufnehmen.
Müssen wir Klaus besuchen. Bin ich vielleicht sogar dabei. Ja. Also wie gesagt, Klaus. Ja, ich wollte mich sowieso mal. Ich hab ein neues Handy hier, das andere ist im Wasser gefallen. Wäre auch fast. Du hast einfach Abflug gemacht. Und dadurch habe ich seine Nummer auch nicht, sonst wollte ich mich mal bei Klaus melden und mal fragen, wie es ihm geht. Ich hab die. Ja, gib mir die mal nachher. Wie gesagt, ich hab bloß dann immer Angst, wenn ich mich jetzt mal melde, dann sagt der Steve, was willst du denn jetzt? Willst du jetzt fragen, dass du bei mir trainieren darfst oder so, weißt du? Ja. Wie die schon 50 andere davor, weißt du? Und das ist so eine Art, die ich nicht darstellen möchte. So. Aber trotzdem würde es mich schon interessieren. Der würde aber nichts nehmen von dir. So ist er ja, weil aber, der Charakter nicht eine Eins ist, so, weißt du? Aber ich sag mal selbst, guck mal, den haben wir jetzt gar nicht genannt. Wie gesagt, Dirk Kau, Andreas Bosse, Matthias Botthoff, Klaus Maibaum. Das sind alles so Studios, wo ich mir denke, so, wenn das jetzt noch länger so geht, die ganze Scheiße. Und da bin ich dann bei der nächsten Frage, die ich an dir habe. Was du denn meinst? Wenn das noch länger geht, ey, was machen die Jungs nachher alle? Das ist so, da hoffe ich, dass das alles. Das kommt immer darauf an, wie finanziell stark die im Background sind. Ja, wie lange sie sich das leisten können, den Spaß. Ne? Genau. Und ob der Staat denn vielleicht gerade für solche Unternehmen, das ist ja gesundheitsfördernde Einrichtung eigentlich, wenn jetzt wieder viele lachen. Ne? Ja, aber meinst du, der Staat sieht das so? Mittlerweile schon. Ich glaube auch, einige sagen auch, du, das Erste, was jetzt kommt, was sie denn vielleicht, wenn sie wieder ein bisschen lockerer werden, das Erste, was sie aufmachen, wäre vielleicht ein H&M. Also Klamottenläden, so, wo du deine Klamotten kaufen kannst. Das Letzte, was sie aufmachen werden, sind Fitnessstudios, Discos. Glaube ich nicht. Discos, aber Fitnessstudios stehen ziemlich weit vorne, weil die ja, wie gesagt, wirklich einen gesundheitsführenden Aspekt haben. Ja, weil Leute, die jetzt ihr Leben lang Sport machen, um sich gesund zu halten, um das Immunsystem stark zu halten, das bricht ja weg. Diese Leute werden ja jetzt krank, statistisch gesehen. Psychisch schon gesehen. Erstmal so und körperlich auch, weil das Immunsystem schwächer wird, ist ja klar. Ja. So, und da ja der Staat eh nur nach Statistiken und Zahlen verfährt, werden, denke ich mal, Fitnessstudios unter strengen Auflagen, denke ich mal, einige, zumindest die Discounter geöffnet werden. Die kleinen, weiß ich nicht. Weil die Discounter können sie noch 1,50 Meter Abstand mehr halten. Na, erstmal das und können da Kontrolle reinbringen, indem sie da dann. Wie beim Supermarkt. Security irgendwie so ein Scheiß da. Das geil. Ja, ich habe ja auch schon in einem Video gesagt, so, warum machen sie das nicht so? Und das ist eben das, warum der Staat wieder nur. Sie müssen doch so denken. Das ist traurig, so, dass sie nicht so denken und sagen, ja, wie gesagt, der Discounter, der hat viel Geld hinten dran. Ja. Oder die meisten Discounter wissen wir selbst, ne, die haben noch andere Firmen am Laufen und leben nicht vom Fitnessstudio. So, aber so ein kleiner Unternehmer, der lebt von dem Fitnessstudio, und warum lassen sie den nicht, das war ja noch am Anfang, was ich meinte mit dem Friseur, da lassen sie den Friseur auf, der schneidet ja an einer Backe den Bart. Und gegenüber ist das Fitnessstudio. Ja, Dienstleister, genau. Haben sie gesagt. Genau. Aber wie gesagt, da sitzen so eine Theoretiker, die vom Leben gar keine Ahnung haben und beschließen dann so eine Sachen oder machen so eine Vorschläge, die dann umgesetzt werden. Ne? Weil wie gesagt, die sind ja für mich alle so lebensfremd, auch diese ganzen Politidioten, weil die leben in Geschäftszeiten. Ich lebe außerhalb der Geschäftszeiten mein Leben lang. Ich sehe eine ganz andere Seite der Medaille und wovon die gar keinen Plan ansatzweise haben. Und es werden aber das Leben aus den normalen Geschäftszeiten, das wird versucht zu praktizieren, was aber gar nicht geht, weil man kann das andere nicht ignorieren. Und deswegen nochmal, Kalle for President. Nee, weißt du, das ist das, was ich meine. Guck mal, statt dass sie dem Andi Bosse jetzt sagen, hey, pass auf, dann mach für deine Mitglieder so, du hängst aus von 10 bis 12 Uhr, 5 Mann dürfen rein. Der eine hält sich da auf, der nächste da und da. Können Sie doch einen Security reinstellen da? Haben Sie noch wieder einen Arbeitsplatz geschaffen? Sollen Sie doch wie beim Supermarkt, da kriegen Sie es doch auch hin. Dann stellen Sie da ein, zwei Leute hin, der aufpassen soll, dass da auch alles rechtens läuft. Dann soll der Andi sagen, hier, du machst da hinten Brust in der Ecke, der andere macht da hinten Rücken. Einer hier, einer da, dass da auch die 2 Meter Abstand gehalten wird. So kann jeder sein. Und nach jeder Handbenutzung wird das Gerät gereinigt. Genau. Dann werden 10.000 Desinfektionsflaschen hingestellt. Dann kannst du mal Geld verdienen, genau. Naja, das ist ja so, dass man dann wirklich ganz viel Desinfektionszeug verteilt. Nach jeder Hantelbenutzung oder nach jeder Maschinenbenutzung wird das Gerät abgewischt und gereinigt. Machen Sie. Wir waren von Döner kaufen, da der Dönermann. Obwohl das ja auch Blödsinn ist, weil du müsstest 20 Minuten dran rumschrubbern, bevor das alles in Ordnung ist. Ich hab gestern irgendwas gesehen, da hat so ein Virologe gemeint, der Virus bleibt da, wenn einer da rauf hustet, auf dem Einkaufswagen. Und so nach 20 Minuten ist das vergangen.
Und dann, also wenn du, wenn der raufhustet, du fährst frisch an und machst auch so wie, dann vielleicht ist es ab. Aber wenn du da raufhustest. Wie findest du die, die hier auf YouTube die Klappe haben? Ja, genau. Ja, der hat sich ja sogar angesteckt, ne? So, das sind, aber ich würde auch schon so keine Klo. Ja, aber na gut, bei den Alten sah es ganz geil aus. Ja, ja, also. Ja, das sind halt wieder, das sind wieder Leute, die jetzt noch da irgendwie Profit von, das ist das Traurige. Die haben solche gehören gleich im Knast. Eindeutig. Profit davon ab. Noch damit, die das auch lustig durch. Wie gesagt, ich finde, das ist schon ernst zu nehmen. Wenn du so siehst, wenn in New York schon da so viele Leute jetzt, wenn da nicht mal einer mehr auf dem Broadway da rumläuft da und wenn da die Krankenhäuser keine Betten mehr zur Verfügung haben, dann muss das ja aber irgendwo. Also Kalle, sei nicht böse bei deiner Meinung so, aber muss das. Du kannst doch spazieren gehen, weil keine Sau da ist. Das muss doch, da muss doch irgendwas doch sein. Irgendwas. Ja. Das kann doch nicht nur normale Da meinst du, die New Yorker sind schlauer wie wir? Ah, ich weiß nicht. Der Ami generell. Ich muss erstmal ein bisschen aufstehen, weil ich muss mal kurz frische Luft hier. Dieses Verhalten lässt doch eindeutig auf viel zu wenig Steroidkompensum schließen. Ja, wahrscheinlich sogar. Nee, aber weißt du, wie ich meine? Also, das ist alles, man muss doch gucken. Scheiße, das trinkt ja nicht. Hast du aber eine schöne Ecke hier, ja. So ordentlich aufgeräumt ist, meine ich. Ja, ne? Da. Hier, mit den Produkten meinst du? Mhm. Da habe ich schöne Sachen da, ne? So, könnt ihr übrigens, wenn ihr noch weitere wunderschöne Videos gucken wollt und uns fördern wollt, Heiko 10. Ne? Heiko, welches Produkt würdest du hier als erstes empfehlen? Kann ich dir genau sagen. Eins deiner Lieblingsprodukte. Jetzt wahrscheinlich zu der Zeit. Ja, sag mal. Die Frohzweige? Nee. Die Frohzweige. Nee, Dairy Isolat. Auf jeden Fall. Ja. Basenpulver oben, ja. Ist gut. Dann hast du EAAs da irgendwo versteckt. Da sind sie. Ja, die nehme ich selber auch. Cola, aber was nimmst du für Geschmack? Cola ist, hab ich jetzt. Ich nehme Apfel-Orange. Schmeckt voll wie so ein Orangensaft. Ja. Schmeckt voll gelb. Okay. So. Das ist cool und löst sich sehr gut. Das ist jetzt ohne Scheiß, das sind die bestlöslichen EAAs, die ich bis jetzt, ich habe ja verschiedene Marken ausgetestet. Jetzt nicht nur bei GM, die lösen sich wirklich am besten. Das stimmt, ja. Ne? So, und ja, das waren ja schon mal drei. Dann Glutamin. Habe ich nicht gesehen. Aber ja, jetzt gerade jetzt ganz System. Wichtig nach einem harten Training. Glutamin. Was ich gut finde hier, was ich empfehlen würde gerade jetzt, weil ich gerade auch so einen Schlecker mache hier mit hier lila Schoko. Eiweiß hier, schmeckt sehr gut. Habe ich heute auch unlöslich. Morgen in meiner Story. Ja, ist ja jetzt auch im Angebot hier. Im Angebot 50% darauf. Ich weiß nicht, wann das Video mit kommt, Code Heiko 10 oder Code Masse hoch 10 habt ihr dann 25% günstiger dieses Produkt hier. Ja! Dieses Produkt hier! Guckt euch das an! Das müsst ihr kaufen! So sieht's aus. Ich hab schon Corona. Hat das Haus auch einen scheiß Hintergrund? Ey, den Keller abholen. Nee, das war jetzt mal ein bisschen Werbung. In einer Sache, wie gesagt, wollen wir auch mal ein bisschen beibehalten. Jetzt ja, um daran anzuknüpfen. Natürlich mit euren Bestellungen unterstützt ihr uns jetzt, die auch gerade mehr oder weniger nichts verdienen. Natürlich unterstützt ihr uns und habt natürlich selber ein Ersparnis, ist klar. Also ich würde mich sehr freuen oder schon mal im Voraus bedanken, wenn ihr mit unseren Codes bestellt. Das ist immer eine feine Sache, da freuen wir uns sehr drüber. Deswegen können wir auch diese Videos für euch machen. Wollte ich gerade sagen, das ist ja das Ding. Ob ihr die nur sehen wollt, ist eine andere Sache, aber wir machen sie einfach für euch. Ja doch, die sind schon, im Moment sind sie schon sehr interessiert an den Videos, muss ich sagen. Bist du dick, ja? Weil du, ich muss auch mal so sehen, die Leute sitzen jetzt mehr vom Fernseher und haben mehr Zeit, um zu gucken. Das ist eigentlich total verpennt. Ich hätte direkt Netflix-Aktien kaufen sollen. Ich bin ja so ein Hirnstein. Warum kommt man auf sowas nicht gleich zum Anfang? Und da gibt es so viele Sachen, wo man jetzt Kohle verdienen könnte eigentlich. Ja. Ey, die sind direkt 20% hochgeschossen, die Dinger. Jetzt musst du 20 Punkte da oder 20% auf dem Aktienmarkt. Leider ist auf die Heiko Kalbach Aktie auch nicht so. Na, die steigt ständig. Da könnt ihr kaufen, blind. Heiko Kalbach Aktien. Da habt ihr Aktien an meinem kurzen Rollen beschissen Leben. Als Info für die Zuschauer da draußen. Wie gesagt, also das ist alles so. Hier, wir haben extra einen Kameramann hier am Start, der ist auch. Der muss auch bezahlt werden oder wird auch ein bisschen, kriegt, der macht es umsonst, nimmt sich nicht umsonst die Zeit mit so Vollidioten wie mit uns hier sich zu beschäftigen. Ja, schließe ich mich mal aus. Finde ich, ihr beide seid mal Vollidioten. Ich fühle mich, ich fühl mich ganz okay. Fühlt sich ganz normal. Ja, siehst du, dann bin ich der Vollidiot. Auf jeden Fall, wie gesagt, ist es halt alles. Nein, Steve, bist du nicht. Ist es ja nicht alles
dass wir es hier, wie gesagt, und ich muss auch nochmal einen Gruß auch da an Gian, an Gigas zurückleiten, weil das ist, den Luxus haben nicht viele Athleten, dass sie hier extra die Kameramänner vorbeigeschickt werden und andere müssen sich da Gedanken machen. So haben gerade vorhin darüber gesprochen, dass der ein oder andere Athlet, habe ich gerade vorhin mit Timo gesprochen, dass der ein oder andere Athlet da schon danke, anders am Start ist. Und wie gesagt, wir kriegen das auch noch zusammengeschnippelt, wir müssen uns um nichts mehr kümmern. Wir müssen nur die Darsteller sein und uns hier ja, Mühe geben, das Richtige zu sagen. Was nicht richtig gesagt wurde, wird rausgeschnitten, ne, Heiko? Eigentlich war alles okay. Eigentlich war alles okay. Und es ging ja heute einfach darum, dass wir mal unsere Meinung zur aktuellen Situation sagen. Wird nicht jedem gefallen. Aber es ist nur mal, bleibt meine Meinung, ich verbiete mich daraus nicht für niemanden. Jeder kann seine Meinung haben. Ja. Ich respektiere jede Meinung, ich akzeptiere aber nicht jede Meinung. Und jeder sollte eine eigene Meinung haben und vertreten und nicht nachplappern, was ihm vorgesetzt wird. Vielleicht wäre dann einiges anders oder würde einiges besser laufen oder sich verändern, sagen wir mal so. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen, dass schlechte Sachen sich zum Besseren verändern und nicht nur einige wenige betrifft, die davon profitieren. Mhm. Und ja, wie gesagt, das war einfach mal ein Statement, so ein kleines mit ein bisschen Witz, glaube ich, zu der aktuellen Krise. Damit wollen wir euch ja auch so ein bisschen den Alltag versüßen, ablenken von euren Problemen, die ihr sicherlich auch reichlich habt. Wir denken genau an euch, wie ihr an uns. Davon könnt ihr mal ausgehen, weil genügend Zeit haben wir ja. Das halt, ja. Und treibt bitte Sport draußen, haltet euch fit, jetzt wird es warm nächste Woche. Da macht es noch mehr Spaß. Ja. Du, ich habe hier bei eisiger Kälte Müll drin. Ich habe übrigens eine Anfrage gekriegt von einem Angler, der hat auch einen YouTube-Channel. Ja. Da habe ich noch nicht gedacht, ob wir mal zusammen angeln wollen im Abstand von 1,5 Metern. Ja, das machen wir auch nicht. Ja, weil dann schreibe ich dir mal zurück, weil der hat so richtig Ahnung, der hat auch richtig fette Fische auf seinen Fotos ja, und so. Ja, ja. Und das versuche ich mal anzuleiern und dann lasse ich mir mal von Steve das Angeln beibringen. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Ja, aber richtig angeln. Und wir werden jetzt auf Fisch umsteigen, Alter. Also wenn wir Knochen trocken, und ich gehe nochmal auf die scheiß Bühne, auf die Rentnerbühne. Als Fisch. Ja. Das ist jetzt im Internet. Du musst es machen jetzt. Echt? Oh, scheiße, ich bin so blöd, Alter. Okay. Ja, wie gesagt, wenn das Wetter jetzt besser wird, sehe ich schon sowieso das nächste, was schwierig sein wird mit diesem 1,50 Meter Abstand. Also, wenn Leute an der rausgehen und Park da sitzen. Und ja, das heißt, wenn ich dich abhole, musst du hinten links. Hinten rechts sitzen. Das nächste hatte ich schon so alles. Also wie gesagt, und ganz weit hinten, am besten Koffer. Wie du sagst, oder dieses Statement, dieser Hashtag bleib zu Hause und so. Ja. Wie willst du denen nachher jetzt, wie gesagt, lass Ostern kommen, sonst haben die Leute ein Osterfeuer gemacht. Haben die Leute da Ostereier mit der Familie gesammelt? Ich weiß auch, ich als Kind, ich habe Ostereier im Garten gesammelt. Weißt du, da waren wir aber zu zehnt. Das ist für mich ganz schwer umsetzbar. Ja. Auf fremde Leute zu hören, die sagen, mach das oder bleib da. Ja, ich kann das nicht. Ja, müsst ihr mich jagen, müsst ihr mich einsperren, werdet ihr wahrscheinlich demnächst auch machen, glaube ich, wenn das weiter so geht. Aber ich bin so ein Trotzdenker, ich kann das nicht. Ja, aber ich kann es nicht. Ich werde verrückt. Du kannst genau, das ist das Ding. Einige Leute werden ja verrückt, wie du schon sagst. Wenn die Oma sonst es kannte, dass sie zweimal die Woche zu Tante Frieda gegangen ist. Und gut, dass ich letztlich das lebe. Vielleicht mal eine Woche macht sie mal eben nicht. Aber irgendwann sagt die Oma sich auch, ich kann nicht mehr, oder ich sollte nicht mehr, oder dann macht sie es doch vielleicht so. Weil, was, wie du schon sagst, das war dann so das Tageserlebnis schlechthin am Tag oder das Highlight. Was wollen die Leute dann noch als Highlight sehen? Den ganzen Tag vor der Glotze sitzen und Nachrichten gucken, ist ja auch nicht das wahre Leben. Denn. Weißt du, wo du schon sagst, wo die dann schon wenig berauschende Themen, berauschende Highlights am Tag erleben. Ja. So und so will ja die Politik das am besten, dass die Oma Elfriede zu Hause bleibt, vom Enkel da die Nahrungsmittel nach Hause geschickt bekommt. Und nur noch zum frischen Luftschnappen mal das Fenster aufmacht, so ungefähr. Ja. Bei der Simpson war das da auch irgendwie, habe ich gesehen. Die eine soll da so richtig diesen Virus vorgelegt haben. In so einer Simpsons-Serie. Echt? So richtig so. O.J. Simpson oder? Nee, bei den Simpsons. Ach so. O.J. Simpson, ja. Ja, Heiko, was ist so dein Resümee jetzt? Wo siehst du uns in 3 Wochen? Am 19. oder 20. April soll das Ganze ja erstmal jetzt bis dahin. Diese Richtlinien seien mit 2 Meter Abstand, mit nicht mehr als so und so viel Personen Umgang, dass keine Menschenansammlung vonstatten gehen. Es gibt nur zwei Optionen. Wo siehst du, geht's hin? Es gibt nur zwei Optionen. Entweder entspannt sich die Sache dann
oder es wird richtig rigoros angezogen, richtig rigoros. Wie gesagt, das Militär wird ja nicht ohne Grund verteilt gerade. Ne, das sehen ja auch viele nicht. Die werden ja nicht ihre Spaß jetzt hier hin und her gefahren. Eingewiesen. Was ich nicht verstehe zum Beispiel? Ich habe ja gestern diesen Bericht gesehen, dass unsere Frau Dings da, genau, Leute reingelassen hat, so ein paar Bedürftige. Dann habe ich diese Wohnblocks gesehen. Das ist ja Kasernieren oder Internieren, also Lager. Die Lager kann man doch auch da in dem Land machen. Warum muss man die hier machen? Warum muss man die denn bei uns machen, wo eh schon so wenig Platz ist und so wenig Geld? Verstehe ich nicht. Geht in den Kopf rein. Den Leuten soll ja geholfen werden, aber warum kann man denen denn nicht vor Ort helfen? Weil die würden doch die Kosten reduzieren. Aber gut, darum geht es wahrscheinlich nicht. Weil der Profit nach hinten raus, weil irgendjemand verdient ihn wieder dran, das ist immer wieder ein Thema. Ach Scheiße, Alter. Ja. Lass uns einfach weiter Sackhüpfen machen. Aber das gehört Lisa jetzt auch zum Corona-Venus, oder Venus, zum Corona-Venus. Corona-Venus, ja, die Venus. Guck genau, kommt schon Venus, Alter. Ja, du, da sind wir auch... Scheiße, Corona, drei Stunden mit Corona zusammen. Damit wollte ich jetzt auch noch abschließen, das Thema. Pass auf. Was denkst du jetzt Olympia, wo wir gerade bei Venus sind, sowieso vielleicht, was meinst du solche Veranstaltungen wie Venus, die ja alle so im Oktober, September stattfinden nachher? Venus, jetzt FIBO ist ja, wir wären ja heute eigentlich, würden wir auf dem FIBO die Tage jetzt. Heute ist Freitag, heute wären wir schon auf dem FIBO gestanden. So, wie gesagt, die FIBO soll ja auch im Herbst dann stattfinden. Was meinst du, wird das alles stattfinden? Was mit Olympia? Ich habe auch schon so mit dem einen oder anderen Bodybuilder gesprochen, der meint sogar, der Olympia wird auch nicht stattfinden. Weil, wie gesagt, die haben jetzt schon die Fußball-EM da abgesagt, schon den ja, die fangen jetzt aber an mit dem, Fußball fangen sie jetzt wieder an. Weil da ist ja wieder ein großes, das ist ja eine Industrie. Ja, meine ich, das geht. Und da geht ja eine Dreiviertelmilliarde flöten, alleine nur, wenn sie die Saison nicht beginnen jetzt. Ja, genau. Und da wollen sie jetzt Ausnahmen machen. Da, das fängt ja, aber das ist ja, du weißt, was einer kommentiert hat, das ist auch der nächste, so jetzt mal auf die Antwort zu kommen. Pass auf. Das kann ich aber, das war mir doch mal am Herzen gelegen. Da hat einer unter meinem Video kommentiert, Steve, du kannst hier in der Stadt Hamburg anfragen, da du Profi-Bodybuilder bist, dass du irgendwo trainieren darfst. So, Profisportler, dann gibt's da, hat er so einen Link, da soll man das irgendwie da. Da habe ich mir so gesagt, wenn ich dann zu den Behörden gehe, was soll ich zeigen? Meine Profikarte von Jim Mannion aus Amerika unterschrieben? Oder. Also, ne, das ist jetzt hier kein olympischer Sport. Nee, lass doch von mir was unterschreiben, eine Vollmacht. Ja, genau. Steve, es lässt sich regeln. Hiermit eine Vollmacht so, das ist, ja. Zum Training in Hamburg und in allen öffentlichen Gyms. Und das ist halt das, worauf ich auch nochmal hinaus wollte. Unser Bodybuilding-Sport ist ja in der Gesellschaft. Und das siehst du jetzt eben auch wieder, wie du sagst, mit den Fitnessstudios. Da bin ich eben auch eine andere Meinung als du. Ich glaube, die sehen das nicht so, dass das gesundheitsfördernd ist. Die werden sich denken, du weißt, was gesundheitsfördernd ist, hier eine Runde spazieren gehen. Das macht doch wieder. Nee, das siehst du oder verkehrt. Das siehst du verkehrt. Weißt du, ja? Einfach, die sehen es als Fitnessbewegung. Das Bodybuilding eine Wanderscheinung. So sehen die Leute das. Ja, aber deswegen glaube ich, die Leute mit Möhrenhosen, mit Gummibändern, das ist bei denen im Kopf, wenn die an Fitness denken. Die haben ja keine Ahnung von Hardcore. Da wissen, klar, denken, ja gut, da springen noch 10 so eine Hardcore-Bodybuilder rum, aber das Gros will sich nur körperlich ertüchtigen. So sehen die das. Und so wird das auch umgesetzt, glaube ich, werden. Deswegen meinst du, kommen die Studis für. Aber um nochmal auf deine Frage zu kommen, was mit der Venus und Olympia passiert. Nach der Statistik und der Theorie sind wir ja eh alle tot bis dahin. Gibt's ja keine mehr. Die ganzen Pornodarsteller alle. Weil die keinen 1,50 Meter Abstand gehalten haben. So sieht's aus. Die Pornodarsteller, ja genau. In den seltensten Fällen wird das gehen. Ja, oder so, bei Dexter den Stil vielleicht. Ja, wie gesagt, aber ich bin da der Meinung, auch wie gesagt, die neue Pro haben sie jetzt auf den 8. habe ich ja gezeigt, am 8. August. Das ist jetzt genau 4 Monate voraus. Du, das ist. Ist das eine Option für dich? Ey, es ist ja auch nichts Halbes, nichts Ganzes. Was mache ich denn jetzt? Jetzt gehe ich dann praktisch, was willst du jetzt machen? Wieder für 1-2 Monate in die Off-Season und dann wieder Diät 8 Wochen vorher? Nö, passt du einfach mit dem Fressen auf. Ja, aber das. Und mach deinen Fitnesssport, die Muskeln, die Masse. Das Volumen kriegst du ja schnell wieder rein dann. Brauchst du noch auffüllen. Ja, aber das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Der schreibt hier. Aber guck mal, das haben die auch, das haben nur die alles Problem. Hm? Haben doch alle. Haben alle das Problem. Aber du weißt auch, wie alle sind. Wie die alle Hardcore-Bodybuilder, die auf einer New York Pro starten wollen. Die wollen alle ein besseres Paket bringen als letztes Jahr. Das wird dieses Jahr nicht möglich sein. Das meine ich ja. So, aber es geht doch nur um die meisten Titel. Bodybuilder haben diese Einstellung. Und darum sehe ich auch eine Meinung, werden dann auch viele Bodybuilder sich sagen, so stelle ich mich dann da nicht auf die Bühne.
Ich weiß, was du meinst, nicht unter Wert verkaufen, genau. Aber das wird ja, wenn du ein gutes Paket ablieferst. Und das Paket von letztes Jahr, gewichtstechnisch kannst du ja abliefern. Also, und du musst halt einfach sehen, es wäre wieder ein Jahr, was dir fehlt und du wirst ja nicht jünger. Nee, du musst nicht. Wettkämpfe machen, Steve. Ich würde jetzt mit dem Fressen mich zusammenreißen, ich würde draußen meinen Hula-Hüpf-Sack hüpfen, schieß mich tot, klümpzig am Ast machen, das, um mich einfach wirklich fit zu halten irgendwie. Und dann würde ich gucken, wenn die Tore wieder aufgehen sollten, dass du direkt am Start bist. Du brauchst den nur auffüllen. Ja. Du brauchst nur auffüllen. Und dann gehst du dahin, bist selber, kennst deinen Körper. Ja. Bist in drei Wochen, bist du hart. Jetzt gerade sowieso, ja klar, jetzt war ich auch schon, wir haben dann noch ein anderes Video gemacht vorhin, haben mich da mal wirklich gewogen und ich kann dich nur ermutigen dazu, ohne Scheiß. Ja, aber wie gesagt, ich bezweifle, also meine Meinung nach, meinst du am 8. August für die New York Kurve stattfinden? Ja, könnte ich mir also, vorstellen. Also guck mal, hast du mal geguckt, was in New York, was da gerade abgeht? Ja, na guck mal, der Peak ist ja schon erreicht an Herkunftsland. Es wird jetzt alles runterfahren wieder, du wirst sehen jetzt. Die Maßnahmen nochmal, also ich hoffe, dass es alles wieder runterfährt, so Mitte des Monats langsam, hoffe ich. Und wenn das eintreffen sollte, dann ist man natürlich erster Sieger, wenn man vorbereitet ist. Das ist richtig, so war ja auch bis jetzt mein Du. Ich habe ja, wie gesagt, bis jetzt vorhin eben noch die oder die Tage in Diät gehalten und habe mir gedacht, so, ich dachte nur sogar so, ja, ich... Und es ist ja dein Job, das ist ja dein Beruf. So, ich habe ja positiv gedacht und habe gedacht, guck mal, jetzt habe ich schon so viele gesehen, die den Wettkampf abgebrochen haben, dann für New York. So. Das ist geil. Wie du schon sagst, da bin ich lieber derjenige, der mit Sackhüpfen und mit meinetwegen nicht 96 Kilo dann da steht, weil er dann die Möglichkeiten nicht ausschöpft, also weniger gutes Training hat und das, steht er eben nicht mit 96 da, sondern mit 94. So, ne? Durch dieses Sackhüpfen oder durch dieses Erhaltungstraining oder blablabla. Ne? So. Aber lieber mit 94 da stehen. Oder selbst 92 oder 90. Ja, genau. Hauptsache, aber man du steht stehst da, genau. und bist ganz vorne. Genau. Und bist im Fokus. Sind anstatt 30 gute Leute da, sind nur 10. Ja. Und Steve Weinberger, kannst du mir nicht erzählen, dass der nicht weiß, was du gemacht hast? Der wird sich freuen, genau. Ne? Das habe ich ja schon im Interview beim Matthias Botthoff gesagt, dass ich sage, so, du, das ist ja dann auch wieder eine Lobby, die einem dann wieder entgegenkommt, wenn die Jungs da sehen, oh, guck mal, der alle Deutschen haben gesagt. Und was willst du alles machen? Du bist Bodybuilder, das ist dein Beruf. Willst du jetzt nach hinten liegen? Kannst du es nicht. Du musst ja. Glaub mir, denk an meine Worte, Steve. Du kannst nicht mehr in den Spiegel gucken, wenn du das Ding verpasst. Ich glaub mir das. Da du ich habe jetzt so gedacht, eigentlich, dass ich mich jetzt auf Prag, weil Prag ist im Oktober, glaube ich. Das Schöne ist ja, du bist ja relativ schnell fertig, egal wann der Termin ist. Mhm. Deswegen, ich würde einfach gucken, dass ich in Schuss bin, dass wenn das okay kommt, dass ich direkt Gas gebe und ratzfatz wieder da bin, wo ich war. Und wie gesagt, und wenn du nur das alte Paket bringst, aber mit dem Paket bist du dieses Jahr ganz weit vorne. Ja, weil eben da die Hälfte der Leute nicht kommen. Das ist ja, deswegen sagen auch viele so. Und Fleiß wird belohnt. Ich habe mich mit Manuel Bauer dazu unterhalten, der sagt auch so die Olympia. Wer will da kommen, weil er sich, wie viele Qualifikationsmeisterschaften gibt es denn jetzt? Gab es ja bisher. Also die können ja gar nicht, nicht so viele Leute qualifizieren. Ich würde, guck mal, du hast doch Zeit, du kannst doch Jim Mannion anschreiben. Ne? Ist ja dein Boss mehr oder weniger. Den kannst du per mir anschreiben und fragen, Mann, Steve, was meinst du? Weißt, man kann das persönliche Gespräch suchen, weil so groß ist ja die Profigilde nicht. Ne? Und er hat ja auch, also er, ich denke mal, dass die Funktionäre hier gerade jetzt in der Situation mehr auf solche Anfragen oder Antworten eingehen, ja, weil die, das ist ja ihr Business auch. Genau. Ne? Klar, die kann ich motivieren wollen. Das ist ja das, die würden sich jetzt über jeden Athleten freuen. Ne? Aber er hat schon mal den Namen gelesen, 10-mal. Ja, weiß ich mal. Vorher, verstehst du? Und dann kommst du mit einem halbwegs guten Paket und dann bist du schon mal ganz weit vorne. Und ich würd's wirklich so praktizieren, weil das ist dein Leben oder? Ja, unser Leben, dein Leben, du bist ja aktiver Profi. Und du sagst, ich bin der Jüngste. Und du hast noch ein paar Monate. Vor einem Monat. 38 Mal. Ja, hast du noch. Ja, ich habe ja letztens gesagt. Sechs gute Wettkampf. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe ja so gesagt, wenn ich. 38 ist Kohlmann nochmal explodiert, Alter. Ja. Ja. Guck dir mal die Videos an von vorher und dann, wo er dann auf immer 37, 38, was er für einen Schub gemacht hat. Ja, aber ich sag mal so, es gibt ja trotzdem Athleten, wo ich gesehen habe, wie es dann bergab. Also bei Kuhlmann weiß ich noch, an Olympia, da war es dann am linken Bein schon zu sehen, dass das so ein bisschen atrophiert. Bei Dexter Jackson liest es auch mittlerweile am Arm.
Ja, der Typ ist über 50. Genau, ja, da gibt es auch nicht zu reden, aber man sieht jetzt, dass es das abbaut. Du bist 38. Genau, meine, du ja, bist nicht Jahre recht davon. Ich sage ja noch, wenn ich 45 bin und ich, ja, sehe bei mir. Das ist ein ganz anderer Schmack. Oh, das ist, ich habe jetzt alles gegeben und alles da reingefeuert, hier Pizza gegessen für den Aufbau und alles dies, das, was sonst auch so gab's. So, aber es ist rückläufig. Du kommst auf die Bühne und die Leute sagen, oh, jetzt ist das Bein aber noch. Na, wie man William Bonnard. Du sagst, das Bein ist jetzt auch nicht. Nein, ich hätte ihn auch nicht gewinnen lassen. Nochmal. Ja, weil du sagst, das Bein war dünner. Das wieder und da fällt halt auf, das Bein ist dünner. Und das ist ja auch bei Bodybuildern so. Das Erste, was meistens. Ich habe letztens auch so ein Video gesehen von Thomas Scheu. Mhm. Der sah ja außen sein. Also Respekt an den Kerl, wie der ausgesehen hat. Ich meine, wie gesagt, der hat. Da war ein Foto zu sehen. Da wog der 83 Kilo. Aber der war hart, ne? Also so eine Muskelqualität, ne? Also Ausnahme. Der sah aus mit 83 Kilo, wie hier manche in 96 Kilo in der 2012. Absoluter Ausnahmeathlet, so, aber da sieht man eben auch jetzt über die Jahre, wie der nachher an den Beinen gerade das Volumen verloren hat oder diese Härte. Ja, Beine, so Arsch. Alter. Der hatte Streifen im Arsch, extrem bei so einer Rückenansicht, da macht er so Rücken von hinten, hat er Streifen am Arsch und im Rücken und alles. Zum Schluss jetzt in seinen letzten Wettkämpfen waren halt immer diese, war der Rücken noch. War das noch da, aber im Arsch. Wisst ihr, wie wir deinen Arsch die Haut glatt ziehen? Weiß. Indem wir die endlich mal einen Beinbeuger wachsen lassen. Ja, das brauche ich auch noch. Dann ist die Haut am Arsch glatt gezogen, wie das. Dann ist das ausgefüllt. Das brauche ich sowieso. Aber weißt du, wie ich meine? Also, ja, sobald ich dann merke, ich habe jetzt alles gegeben und alles wieder da reingesteckt und das Volumen lässt nach und das baut ab. Dann, bei Ronny habe ich es auch gesehen. Und bei Dexter ist ja ein rein wirtschaftlicher Aspekt. Klar. Solange er Dritter oder Sechster wird, verdient er ja Geld. Sagen, hat er ja selbst gesagt, er hat doch mal im Interview gesagt. Und die Verträge laufen, also ja, er wäre dumm aufzuhören, selbst wenn er weiß, ich wäre nicht mehr Erster. Richtig, meine Klappern ich. Gehört zum Handwerk, man sagt, ich komme hin, ich will gewinnen. Er hat doch selbst jetzt, was hat er dritten Platz gemacht? Den zweiten? Dritten, ja, was? Guck mal, da gab es auch mal gutes. Zweiten. 50. Zweiten. Dritten hat doch Afrikaner. Rami hat dritten gemacht. Mann, ich habe im zweiten Platz hat er noch gute 50.000 da gewonnen. Oder? Ja, und die Verträge dran, das ist ja das fortlaufende Geld, gar nicht mehr das Siegprämie. Genau, du sagst es ja, genau. Und deswegen geht ein Profi jedes Jahr auf die Bühne, auch wenn es nur wenig ist, aber jetzt in deinem Fall, aber es ist kontinuierlich. Ne? Und du willst ja noch höher arbeiten, also du willst ja deiner sportlichen und finanziellen Karriere noch arbeiten. Ich wollte gerade sagen, ich war jetzt einmal beim Olympia, das habe ich geschafft, was ich mal schaffen wollte schon mal. Ich will das natürlich jetzt auch nochmal toppen, indem ich mir sage, nächstes Ziel wäre beim Olympia mitmachen und Top 10 mindestens reißen. Ja, das wäre. Wenn ich dann die Top 10 irgendwann gerissen habe, ist natürlich das ist ja auch das, was ein Bodybuilder oder überhaupt ein Sportler, was überhaupt bei einem Sportler so das Ziel sein sollte, immer jede Saison verbessern zur nächsten Saison, weißt du? Wenn du Top 10 schaffst, dann bist du ganz großer für mich. So, wie gesagt, Top 10 wäre ein gutes Ding. Und wenn ich der Dennis sind nur 9 da. Ja, dann ist 10 der schlechte. Kannst du mir am Arsch lecken, halt. Aber ich war ja auch letztes Jahr, ich war ja letzter, obwohl 20 da waren. War ich ja 16. Ja. So, naja, laut einigen Leuten nach. Naja, ja, egal, man muss ja erstmal hinkommen. Dann. Ja, aber du, wie gesagt. Das ist ja immer, was die Leute auch nicht sehen. Und die Platzierung ist völlig zweitrangig in Amerika, weil als Deutscher bist du nun mal gefickt da drüben. Aber erstmal da hinkommen, die Leute überhaupt, die dann immer den Kommentaren so einen Mist schreiben. Die sollen noch her, die haben noch gar keine Ahnung. Ja, das bin ich ja gewohnt. Was gerade mal beim Bodybuilding jetzt, wollen wir mal, kann man das als Bodybuilding-Video hier nehmen, den dritten Teil? Bodybuilding, vorher ging es ja mehr um politische Scheiße. Du jetzt, was sagst du zu den anderen Athleten? So jetzt, wo siehst du die Zukunft? Was sagst du zu Enrico Hoffmann? Der war ja kurz vorm. Hast du vielleicht da ein paar Videos mal beobachtet oder Fotos gesehen? Ja, naja, wie gesagt, wir sind jetzt keine Freunde. Aber ich sehe in ihm ein Riesenpotenzial, richtiges Potenzial. Wollte ich gerade sagen, so, ne? Oder also der Körper, also er, wenn er das richtig handelt und seinen Kopf so ein bisschen auf die Reihe kriegt, dann sehe ich ihn bei Olympia irgendwann mal ganz weit vorne. Weil der würde jetzt aber wahrscheinlich die offene Klasse gehen, habe ich gesehen. Okay. Ja, das würde ich weglassen erstmal. Meinst du ja? Ja, das. Weil der war jetzt irgendwie, der war ja wie gesagt kurz vorm Wettkampf, also sein Wettkampf, glaube ich, wäre jetzt, der erste für ihn wäre jetzt am Wochenende gewesen, das war... Ich würde es geil finden, wenn er jetzt nochmal richtig explodiert, aber ich glaube, wenn er jetzt, sagen wir mal, mit 100 oder mit 102, keine Ahnung, ob man da noch was reißt in der, in der offenen... Ne, also ja, weil er hat ja jetzt ganz schwer gehabt, die 212 zu erreichen, weil jetzt war... Ja, viele verlieren ja auch, guck mal, das ist wie mit diesem kleinen Niklas Flahurt oder wie der heißt. Ja, ja. Der hat mit 100, 102 Kilo hat er sein perfektes Paket. Ja, er muss Muskeln wegschmeißen, 6 Kilo Muskeln, weißt du, wie viel das sind, damit er da runterkommt.
Und dann hast du nicht mehr dein Paket, dann hast du auch nicht hast mehr den Look. Volumen, ne? Look, ja. Und, aber wenn du den besten Look, deswegen mit der, das ist so eine scheiß Klasse, es müsste noch eine Klasse dazwischen geben eigentlich. Ja, so bis 102 oder so wäre gut so. Ne? Weil da gibt es ganz viele Leute von 100 bis 105, denke ich mal, die richtig brutal aussehen. Ja. Und die auch aus der 212er raustreten würden gerne. Mhm. Also, na, so wie das Flex Lewis damals auch. Ja. So, weil der Flex Lewis, bei Flex Lewis sehe ich den Vorteil, muss man auch mal aufstehen. Oh, wir sitzen hier. Bei Flex Lewis sehe ich den Vorteil noch so, dass der noch kleiner ist als Enrico. Bei Enrico ist eigentlich der Nachteil halt, er hat halt auch so eine Größe, so, wo du sagst. Mann, ich kenne Flex Lewis noch, da war der noch Powerlifter gewesen. Damals Männer bei der letzten Vorbereitung gefuddert und da haben wir zusammen trainiert. Wir haben gesehen, ein Bild hast du letztens gepostet, da wurde aber, wir, aber da hat man schon, hat sich schon abgezeichnet, dass da Potenzial hintersteckt. Ja, das ist aber nicht, da siehst du das schon. Ja, aber wie gesagt, bei Rico siehst du. Deswegen trainiert schwer. Bei Rico siehst du das. Schwer bringt Masse. Potenzial. Also was meinst du, was kann der erreichen, der Rico? In Zukunft oder? Ja. Also 2012 könnte ich. Könnte ich mir sogar als Olympia vorstellen. Echt? So weit? Ja, echt? So weit? Ja, ja, ja. So. Also mit den aktuellen Leuten, die jetzt da sind. Ohne Flex Lewis oder so. Okay, das ist ja schon, das ist ja Wahnsinn. Aber offen, der Schritt ist. Muss man sehen. Also ich wünsche ihm das Beste als Athlet. Wie gesagt, wenn er seinen Kopf hinkriegt und ein bisschen stabiler, mental stabiler wird, glaube ich. Hm. Dann bei körperliches Potenzial ist brutal wertvoll. Ja, Schultern. Der hat einen. Der hat auch beide gute, richtig Beine. Die Linie, die passt. Die Muskelaufteilung, die Qualität, die Form der Muskeln. Ne? Also es gibt. Er bringt wenig Schwächen mit, eigentlich. Hm. So einen volleren Trizep, aber da kann er genetisch nicht dafür. Aber das ansonsten. Der einzige Muskel, den ich ihm voraus bin. Ja, weil ansonsten sieht er schon. Gefällt mir richtig gut als Athlet. Ja. So, was hast du zu Tim Buddesheim? Tim Buddesheim? Du das Video gesehen hast. Tim, er hat ja auch gesagt in dem Video, er kann jetzt nicht so richtig, der ist ja auf dem Punkt, wie du sagst. Er hält das jetzt, dass er so, er wollte ja auch im Herbst was machen. Mein Freund Tim wird sich immer gut etablieren, auch relativ weit vorne und bei der Top-Elite. Aber ich glaube, er müsste hier und da wirklich noch ein bisschen mehr Fleisch bringen. Ja, das ist ja sowieso. Aber gerade im Rückenbereich. Aber bist du der Meinung, der schafft das? Also, na, was, du denn, was denn schaffen? Ja, so, dass er sich da, dass er das auf jeden Fall noch draufpackt. Also ich bin der Meinung, der hat ja das Potenzial da noch. Potenzial da hat er ja. Da ist noch nicht so viel Pulver verschossen, dass man denkt, da kommt nichts mehr. Vor allem, er bringt ja auch eine sehr geile Muskelqualität mit. Die Härte, die er nachher zum Schluss hat. Auch die Muskelstruktur an sich und so, das sieht schon, der ist so ein schöner, praller Typ, genau, eigentlich, ja, wenn er es auf den Punkt bringt. Ja, die Condition. Ich finde, wenn er sich, bei ihm liegt es an der Präsentation, meiner Meinung nach, wenn er sich spektakulärer, nicht so unsicher präsentieren würde, sondern spektakulärer, professioneller, weil vom Körper her. Ja, wie du sagst, ich finde, einzig wie du sagst, der Rücken ist noch eine verbesserungswürdige. Ja, aber er passt, es ist ja alles er drin. Halt dein, bei seinem Rücken ist halt, er weiß halt, ich finde, er weiß bei der Präsentation trotzdem seine Stärken. Der weiß halt, Latt ist jetzt, weil er nicht so breit ist, wie jetzt ein Dennis Wolf, aber er macht den hier nach hinten und da hat er Streifen. Das meine ich nicht. Ich meine dieses Auftreten auf der Bühne, die Aura. Okay, da ein bisschen stabiler auftreten. So, was er zeigt, ist alles super. Er zeigt ja seine Stärken, definitiv. Er zeigt eigentlich keine Schwächen. Aber seine ganze, wenn er auf die Bühne kommt, er muss präsenter sein. Weißt du? Groß schon als hier, meinst du eigentlich? Ja, er ist noch zu nett, zu soft. Genau, gut, okay, hier, hallo, hier bin ich, bin zwar gut, aber. Ich will jetzt auch nicht so auf die Kacke hauen. Ja, aber Tim, hau auf die Kacke. Aber er ist nicht, das. Und der Tim ist nicht der Typ so, der so ein bisschen. Doch, aber das muss er lernen, weil das ist ein Haifischbecken. Ja, stimmt. Da nehmen sie keine Rücksicht auf mentale Schwächen oder so. Und er ist, glaube ich, ein cooler Typ. Er tut immer nur so verhalten. Ich glaube, der ist schon ganz tough, der Junge. Der weiß, wo der Frosch die Locken hat. Ja, denke ich mal, also, ja. Also er ist auf alle Fälle kein Blöder. Was hast du denn sonst zu unseren anderen Athleten noch so, wie so am Start? Da haben wir noch zwei Classic. Achso, nee, ja. Airway Bodybuilder. Roman Fritz. Ich habe es Roman gesagt, Fleisch. Ja. Es nützt nichts, wenn das Ganze aussieht, als ob du auf die Bühne gerade gehst, bin ich der Meinung, es sieht zwar spektakulär aus, aber es bremst ihn nach hinten aus weg, weil wenn er auf der Bühne steht, fehlt ihm einfach das Fleisch bei den großen Jungs. Und da hat er ein Kopfproblem, glaube ich, wo er sie nicht lösen kann. Ich glaube, wenn Fritz einmal die Form, also eine Off-Season-Form hat, so ungefähr wie wir das mal hatten früher. Was meinst du denn jetzt? Guck mal, der Fritz wäre jetzt auch in New York gestartet. Wäre.
Was meinst du, was hat, oder hättest du den, jetzt ohne die Konkurrenz zu wissen, wer kommt vielleicht, aber so mal Pi mal Daumen, weiß man ja ungefähr, da kommen jetzt nicht die total großen Jungs, sondern so die, was meinst du, wo hätte er sich platzieren können? In New York. Schwer zu sagen. Ja. Weil ich sag mal so, New York ist ja immer so ein, ist ja... Also das Herbe-Paket ganz also, weit vorne. Also die, New York ist ja so, da kommt jetzt kein Bonak dahin, kein... Das weiß da kommen halt weiß nicht, ja, aber da, aber da kommen, aber schon kommen nicht, auch schon keine Pfeifen hin. Genau. Ne, da darf man nicht vergessen, da kommen schon keine Pfeifen hin. So. Und wie gesagt, von der Form und von der Härte und Qualität her wird ihm da wenige das Wasser reichen können. Aber es, um rauszustechen, fehlt ihm halt das Fleisch. Und er trägt das Paket eines Nicht-Amerikaners mit sich. Ja, viel gut, ja. So wie Adolf Buch. Und er ist Rookie. Wer kennt Roman Fritz da? Ja, ein paar Wettkämpfe hat er bei den Pros schon gemacht. In Amerika glaube ich noch nicht so viel. Ja, aber wer kennt, Roman Fritz kennt keiner da drüben. Vielleicht durch Social Media jetzt ein bisschen oder so, wenn er da, hat er sich ja auch zum Positiven entwickelt, finde ich. Also, er kann die Sachen... Wo du gerade Social Media ansprichst. Wer sich ja bei Social Media immer sehr viel Mühe gibt oder sehr präsent ist, Adolf Burkhardt. Ja. Was sagst du da so? Wo hast du ihn gesehen? New York. Freund Adolf. Du hast ja jetzt gesehen, wie er vorher schon, hat auch noch zuletzt Bilder gepostet. Ich meine, jetzt die letzten Wochen kann er auch irgendwie nichts mehr machen. Er sagt, er hat kein Fitnessstudio, wo er trainieren kann, er macht nur noch Cardio. Ich was find, meinst du, wo der, weil du hast vielleicht noch ein Video gesehen, da hat er irgendwie noch Bankdrücken gemacht, hier Schrägbankdrücken mit dem Dennis James. Formcheck habe ich da gesehen. Was meinst du, wo wäre das jetzt hingegangen? Was hätte er reißen können? SGN-Athlet, ich kann ihn jetzt nicht fitten hier. Ganz weit vorne. Du kannst ganz ehrlich sein hier. Ganz weit vorne. Nein. Ganz weit vorne. Also bei Adolf hat sich entwickelt, außer in den Beinen, finde ich. Da hat die Mitte etwas verloren oder die Mitte benötigt mehr Fleisch, Innenseite. Mhm. Ja, damit das Bein perfekter, komplett aussieht. Ich glaube, das hat so ausgesehen, weil da so schlechtes Licht war letztes Mal bei diesem Video. Meinst du, du sprichst auf dieses letzte Video an? Ne? Nö, aber kenne ich gar nicht. Nee, das, was ich so gesehen hatte. Ich finde, er hat ja gute Beine. Ja. Aber die Beine haben jetzt einige. Obenrum. Da muss halt im Arm, ja, im Rücken, in der Schulter. Die Doppelbizeps von hinten sieht fantastisch aus bei ihm, weil er schön Fleisch im Rücken hat. Im tiefen Rücken, ja. Aber es muss mehr Fläche ran. Da kann er aber, er kann ja nicht über seine Schlüsselbeinbreite hinausgehen. Genau. Ne? Man kann sicherlich viel mit Fleisch machen, aber irgendwo sind ja da Grenzen gesetzt, obwohl er die noch lange nicht erreicht hat, bin ich der Meinung. Also er ist ja noch. Das meine ich ja, darauf wollte ich hinaus. Wo schätzt du, wo kann der noch hinkommen? Was kann er. Wenn er jetzt sag ich mal so, dieses Land in New York, da war er ja, ich glaube, es wäre sein erster. Einmal den Wettkampf, glaube ich, macht er letztes Jahr schon als Neuprofi. Aber das wäre so sein erste Saison. So. Ich glaube, mit Dennis ist er erstmal ganz gut beraten, mit Dennis James. Weil der hat ein ganz gutes Auge, was Athleten angeht. Mhm. Obwohl ich persönlich einen anderen Weg mal mit ihm einschlagen würde. Ich würde was anderes probieren. Einfach, um an den Schwächen doch noch gravierender zu arbeiten. Halt. Okay. So, jetzt... Mit der Off-Season, das fand ich ganz okay, dass er sich dazu gefressen hat. Alles. Ja, da bist du auch so ein Verfechter von. Ne? Alles. Es hätte aber mehr hängen bleiben müssen, weil das Problem war. Das hatte ich auch nach den ersten 10, nach den ersten 10 Tagen. Das hatte ich auch das Gefühl. Das war ein bisschen okay, das war, wegging, so, ne? Doch mal alles Wasser gewesen. Ja. Weißt du? Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Volumen erhofft. Weil wo er gegen Rami gestanden hat, da vom Volumen her, das fand ich schon geil. War zwar fett wie eine Sau, aber hat da voll mitgehalten irgendwie. Also er ist nicht untergegangen. Und das musste er erstmal hinkriegen bei einem Rami. Das ist schon, ne, auch wenn der Rami jetzt schon eine relativ ansprechende Form hatte. Ja, aber er war keine Mickey Maus dann. Nee, das stimmt schon. Ja, und da dachte ich, oh geil, ja, jetzt. Und wenn er jetzt so ein bisschen an Volumen mehr behält als letztes Mal, aber das ging dann direkt wieder runter. Ja, gut, das kann man jetzt so, ich sag mal einmal so, weißt du selbst, im Endeffekt zählt der Wettkampf da. Man weiß ja nicht, wie es nachher. Eine gute Form bringt er hin, aber es wird Fleisch fehlen, weil er auch nicht der Größte ist. Ja, das hätte sowieso. Aber was, wo siehst du das Potenzial noch kommen? Also meinst du, da ist noch viel Luft zu? Was soll ich jetzt sagen? Nein, da ist keine Luft mehr. Er hat alles für. Doch, alles aber guck mal, er hat seinen genetischen Index, er wird sich auch definitiv noch verbessern. Mhm. Definitiv. Und er ist ja auch ein Arbeiter, das muss man ihm lassen. Ja. Also er ist mit Herz dabei auch, er hat die richtige Einstellung, das stimmt alles bei dem Jungen. Das stimmt alles bei dem Jungen, deswegen mag ich den ja auch so. Weil er ist auch voll gut Bodybuilder. Aber wie gesagt, man muss gucken, wo die Reise hingeht. Ne? Also
ich kann mich da jetzt nicht festlegen. Gib ihm dann noch ein, zwei Jahre. Was sagst du zu Kevin Gebhardt? Ein, zwei Jahre beim, also bei ein, zwei Jahren beim Adolf, das denke ich auch. Wie gesagt, der braucht noch seine Zeit. Ist halt, wie gesagt, auch gerade zwischen den Profi geschehen. Ich denke mal, dass er. Was sagst du zu Kevin Gebhardt? Ist ja auch noch nicht so lange dabei jetzt als Profi. Ich glaube, damals in Prag ist er. Ich denke mal auch, der braucht noch ein, zwei Jahre. Aber den er ist ja bei Milos. Das kennst du ja nur. Der muss sich richtig entwickeln in den nächsten ein, zwei Jahren. Weil vorher kann man jetzt nichts sagen. Ist alles gut jetzt und so. Mit Milos hat er auch einen guten Trainer. Aber ich, wie gesagt, man muss ein, zwei Jahre bei ihm abwarten. Aber in den ein, zwei Jahren muss richtig was passieren. Ob das Trainingssystem von Milos ihm dabei hilft, wird man sehen. Ausstellen. Weil ich, ich habe das ja selber am eigenen Leib erfahren. Das war auch eine brutal geile Erfahrung für mich. Ich kenne ja die Videos. Ich würde es aber nicht nochmal machen. Die Trainingssachen kenne ich da. Mehr viel so mit von der Giant-Sätze. Giant-Sätze. So, ne? 5 bis 7 Geräte am Stück in einem Satz. Ja. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das bei einem Schwergewichtler funktioniert. Bei leichteren Leuten ja. Okay. Aber bei so schweren Leuten, weil die, du regenerierst einfach nicht mehr, egal was du machst. Ist zu viel, ne? Egal was du machst, so viel Stoff gibt es gar nicht, dass du dich darauf. Ich würde es, wie gesagt, als Erfahrung absolut würde ich jederzeit wiederholen, weil man da lernst du mal deine Grenzen kennen. Ja, ich habe ja vorher schon trainiert, wie eine Sau. Aber das war, Alter, das ist. Da musst du den Kopf wirklich daneben legen und dann anfangen zu trainieren, sonst überlebst du das da nicht bei ihm. Und das ist schon mega geil. Ja, Kevin Gebhardt. Sympathischer Bengel, hält die Fresse, nimmt sich zurück und liefert ab. Und so einen Typen mag ich. Weil sie nicht so sich in die erste Reihe stellen. Also die so wie du sind. So. Ja, genau. Obwohl, ich habe mich damals ja auch sehr zurückgenommen. Also ich habe mich auch nicht in die erste damals Reihe gestellt. Damals war es auch gut, ja. Damals gab es ja noch kein Social Media. kein YouTube und so. Jetzt kann ich wieder zu meinen Wurzeln zurück. Richtig. So, was, wen gibt es noch auf dem Zettel? Erzähl mal, weißt du noch wen? Dein Freund David Hoffmann und den Mike Sommerfeld. Was sagst du zu denen, Jungs? Gut, David. Der eine ist ja halb so alt wie der andere. David hat seinen Höhepunkt erreicht, bin ich der Meinung. Er ist jetzt, glaubst du, ist ja 40 geworden. Naja, körperlich auch, finde ich ja. Also in der Klasse, wo er ist, hat er sein absolutes Limit erreicht. Was spektakulär ist, ohne Frage. Bei Mike. Aber wobei ich noch sagen muss, jetzt ohne, dass er wieder diese Feind hin oder was die alle zählen. Ach scheiße, Feind. Freund oder Feind oder wie auch immer, dass wir auch mal Kontakt haben. Aber ich glaube noch, rein sportlich gesehen bin ich ja nicht doof. Ich glaube, ein Top 10 beim Olympia kann er noch knacken. Ja, auf jeden Fall. Aber also die Möglichkeiten bestehen. Nein, definitiv. Er hat auch die Lobby jetzt auch, wo er schon mitgemacht hat. Definitiv, ich sage ja, ja. Er ist ja jetzt auch qualifiziert von Olympia. Er muss ja, deswegen, er wird sich in den Arsch beißen, wenn jetzt der Olympia nicht stattfindet. Für ihn ist das richtig, weil er hat sich schon qualifiziert und hat jetzt das ganze Jahr Ruhe und kann da getrost hinfahren. Aber ich finde ihn immer besser als Bodybuilder. Als Bodybuilder? In der offenen Klasse. Ja, aber wie gesagt, aber. Er ist ja jetzt auch Bodybuilder, aber. Ja, nicht in der Classic. Also ich finde seinen Körper, seine Körperstruktur, wenn er mit volleren Muskeln auftritt, die er ja hat, er muss sich ja so runterbringen. Hatte, meinst du auch? Ne? Oder hatte? Ja. Also das hat mir richtig gut gefallen. Da war ein ästhetischer Athlet mit ja, aber das ist ja dann ähnlich wie bei Roman. Da fehlt halt das Fleisch, um bei den Jungs ganz oben mit. Na gut, er hat anknüpfen können. Ja, also da er bringt dann auch dasselbe wie Roman mit, die Kondition. Ich klopfe zurück mit der Löffel, ja. Ja, um nochmal abzuschließen, jetzt, ich denke halt, wie gesagt, wenn du offene Klasse hätte er jetzt wahrscheinlich. Schwer gab es sich beim Olympia. Nee, mir hat es schon besser gefallen. Ja, ist ja an sich also, klar. Das meine ich. Jeder Hardcore-Bodybuilder, wollen wir mal ehrlich sein, jeder, der selber Hardcore-Bodybuilder sein möchte oder das auch verkörpern möchte oder auch, der geht auf eine Meisterschaft und der guckt sich natürlich nicht, der wartet natürlich bis zum Ende, dass Schwergewicht kommt. Ne, gehe ich mal von aus. So, wenn du jetzt eine Meisterschaft besuchst, dann. Ja, auf dem Drag Race die V18 und nicht die Vierzylinder. So ungefähr, genau. So, ne? Oder bei der Venus wartest du ja auch, bis Dolly Buster kommt um die Ecke mit Riesenmöpsen. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt vor 100 Jahren vielleicht. Genau, ich damals als kleiner Junge zum Beispiel so. Ja, ja, jedenfalls, ihr wisst, was du als 6-Jähriger auf der Venus. Ja, genau. Ja, genau. So, jedenfalls wissen wir vorhin. Also, aber wie gesagt, Fakt ist ja, dass
Also ich glaube, wie gesagt, der David kann nochmal auf jeden Fall zum Olympia, kann er die Top 10 knacken. Und er hat ja schon richtig was geleistet. Hat ja auch schon, wie gesagt, das Lobby, ja hat sagen, auch eine Lobby jetzt schon und hat auch da, wie gesagt, schon was. Ich finde ihn sehr professionell. So, das schon, muss man ihm das sagen. Ja, also, so viele sagen ja, er ist zwischenmenschlich nicht so die Kanone, nur vor der Kamera. Was ich jetzt persönlich, für mich nicht bestätigen kann, aber aus Loyalität zu meinem Freund Steve sage ich jetzt voll das Arschloch. Nein, David. Ja, wie gesagt, deine sportliche Leistung ist spektakulär. Also ist definitiv. Gut, ja. Das war jetzt nur meine Meinung. Ich fand dich persönlich mit einem volleren Look einfach schöner. So, kommen wir noch schnell zu Mike Sommerfeld. Ja, richtig. Ein absoluter Hero für mich. Okay. Von der Linie her, Präsentation her. Wie er aussieht, ist er ein nice guy. Ich bin ja jetzt nicht schwul, steht nicht auf Jungs, aber den Typen kann man verkaufen. Das ist ein Produkt, der Typ ist ein Produkt. Und der bedient die Klasse einwandfrei, der würde gar nicht in die 212er passen. Yes. Der ist genau da richtig aufgehoben. Mit der Symmetrie und mit der Muskelfülle, die er bringt und alles. Ich war zum Anfang ehrlich gesagt nicht so ein Fan von ihm, habe ihn aber dann persönlich kennengelernt. Mittlerweile treten wir uns sehr respektvoll gegenüber. Also, und ich mag solche Athleten, die abliefern, die nicht diese Maulhuren. Ich mag Typen, die abliefern und aus der Versenkung kommen und Gas geben und einfach alles geben und nicht nur Scheiße was, labern. Ja, wo siehst du ihn jetzt, wenn er jetzt in New York mitgemacht hätte? Was würdest du sehen? Ganz vorne. Ja. Ganz vorne. Weil das wäre ja auch so. Also auch als Rookie, selbst als Rookie. Wenn er on point kommt, ist der egal, wo du ihn hinstellst, ganz vorne. Naja, was man ihm, was ich jetzt so, würde ich auch ihm ins Gesicht sagen. Sein Freund hier, diese Gazelle hier, dieser Balletttänzer, der da auch auf der Dennis James war. Gazelle. Das, wie hieß denn der? Weiß ich nicht. Der war auch in der Klasse. Urs. Was? Meinst du Urs? Urs. Urs, das ist so der Lambo, der neue. Nee, Urs. Ja, Urs, genau. Das ist so. Ja, das ist nicht so ganz meins, aber der. Der den dritten gemacht hat, glaube ich, den Platz. Ja. Der da den Schwanensee getanzt hat, da. Bei den Gym Classic. Na naja, gut, das ist ja Ansichtssache. Aber der. Ja, Bad Heiko wieder, ich weiß. Nee, ja, aber wir reden jetzt von Mike. Weil er nicht zu Rahmstein gepostet hat. Nee, wir reden jetzt von Mike. Wir reden jetzt von Mike. Ja, ansonsten. Ja, ansonsten, Mike. Netter Typ, liefert ab. Ja, ich hoffe, er hat so. Wo siehst du die Zukunft denn? Wo der ist noch natürlich. Naja, wenn er seine. Weil ich dachte, er ist so halb so alt wie David. Wenn er seine Probleme da mit seiner Haut im Griff bekommt, mhm, oder im Griff behält, denke ich mal, dass der marschiert. Der marschiert. Mhm. Ja, wie du schon sagst, der hat natürlich das Gesicht auch eines Günther Schlekars bisschen. Da kannst du alles verkaufen. Mit dem Typ kannst du alles verkaufen. Wie gesagt, also denke mal, der wird auch gute Angebote bekommen und sollte die auch annehmen, sollte sich da nicht aus Loyalität irgendwo festhalten. Wir sind Profis, um Geld zu verdienen, wir müssen Geld verdienen und deswegen muss man dahin gehen, wo man das meiste Geld verdient, weil wir haben nur die paar Jahre zur Verfügung. Ja, sehe ich mir ein bisschen anders. Ich weiß, du bist da anders. Ich bin da. Ich auch. Ich möchte mich auch wohlfühlen. Wenn ich mich wohlfühle irgendwo und gehe dahin, wo ich. Ja, na, du bist ja, guck mal, das hat doch was. Dann weißt du, das ist ja so, wie wenn ich Dachdecker irgendwo bin und ich komme gut klar mit meinem Chef, kriege ich aber woanders so und so viel Geld mehr, aber ich weiß nicht, was mich da erwartet und was. Aber du bist ja immer gegen den Dachdecker. Ja, du bist ja so Profi-Volleyball. Da stellt sich raus, dass der Chef mich vom Dach schmeißen wird. Dann habe ich auch nichts. Na klar muss man pokern, wer behält mich länger, etc. Aber wie gesagt, ich sehe das wirtschaftlich und aus geschäftsmännischer Sicht sehe ich. Na gut, du darfst doch nicht, ich bin ja noch ein bisschen jünger als du. Ich würde jetzt nicht wegen 500 Euro mehr den Sponsor wechseln. Das meine ich natürlich nicht. Aber wenn da die richtigen Zahlen im Raum stehen, als aktiver Athlet jetzt, guck mal, ich als Rentner, GN füttert mich durch, ich mache mir ein fettes Leben, Alter. War 12 Porsche, ja, sitzt auf meiner Insel. Bewerbe jetzt nochmal den neuen, hast du den schon probiert, Äpfel? Ja, genau, ich habe eine ganze Palette zu Hause. Ja. Und die schmeckt echt gut. Ja. Und schmeckt auch wirklich nach Apfel, Alter. Ja. Und, aber muss aus dem Kühlschrank saufen. Welche Sorte Apfel? Na den hier. Nee, ich meine, da gibt es ja so Sorten. Goldberry und Gold Delicious. Charm Delicious? Nee, ist anders. Das ist ja wieder rechts. Wie heißt denn der? SCA irgendwas. Ich kenne die Scheiße auch nicht. Ja, aber auf jeden Fall, ich habe probiert, eben schmeckt gut schon. Man muss aus dem Kühlschrank aber saufen. Ja, dann ist perfekt. Ja, genau. Dann ist richtig lecker. Und ist wie die Pizza aus dem Ofen, nur schmeckt. Ne?
So ist es so. Naja, jedenfalls, so haben wir, glaube ich, alle Profis jetzt abgehakt, glaube ich. Haben wir irgendwen vergessen? Aber du brauchst doch nicht immer näher rücken hier. 1,5 Meter, Freunde. Ja, weil die Sonne, Alter, ich sitze hier. Steve wird nebenbei braun, auf jeden Fall. Ja, Alter, ich wusste hier schon. Jetzt geht ja mal hier. Ist. Da, der Kollege da oben. Ja, Alter. Genau. Ja, der Steve irgendwie. Die Corona-Leute. Kaum bin ich bei dir, wäre ich hier mit Hubschrauber eingekreist. Das ist komisch hier. Kenne ich irgendwo, ja. Nee, hier, jetzt wird es wieder gut. Jetzt sitze ich im Schatten hier, weil es ist ja doch schon. Man merkt auf jeden Fall, der Sommer kommt. Und Heiko, wie du schon sagst, der Heiko und ich, wir werden demnächst angeln gehen. Corona-Angeln werden wir es dann nennen. Und dann zählen wir die Fische, Heiko. Stell dir mal vor, die beißen nicht an, weil die eine Maske alle vor dem Gesicht haben. Genau, das ist schlimm, Alter. Naja, jedenfalls war es das jetzt mit dem langen Geschwafel hier. Denk mal, da habt ihr ordentlich was zu gucken. Und vielleicht, wie gesagt, mit dem einen oder anderen interessiert es, dem anderen nicht. Lasst es uns wissen. Wenn ihr das gut findet, lasst es, wie heißt es, Daumen hoch oder was? Daumen hoch, wenn ich runter. Danke, dass ich auf deinem Channel mitwirken durfte. Wir sind ja überlegen, vielleicht lassen wir es ja. Bestellt mit Steve Code, kann man nicht oft genug sagen, mit seinem Code. Die Scheiße sieht genauso braun aus wie bei mir. Richtig. Nee, nimm Code 10 bei Steve, nimm Masse Code, Masse hoch 10. Masse hoch 10. Und bei mir nimmt er Heiko Kalbach. 10. Bei mir könnt ihr noch auf und Heiko Kalbach Sports gehen, beziehungsweise Team Kalbach, web.de, könnt ihr mich zublöden mit euren Belangen. Könnt ihr alle Fragen stellen rund ums Bodybuilding, rund um Steve Bentin, rund um meine Schuhgröße. Rund um Venus auch noch. Um die Venus. Ja, die Venus. Die das Venus. Können wir uns eigentlich mal auch mal. Wir beide auf der Venus. Hast das du schon mal gebracht? Das sage ich dir das dritte Mal jetzt. Danke, Steve. Ja, danke für das Angebot. Na ja, gut, dann danke fürs großzügige Angebot. Dann doch lieber angeln. Dann doch lieber angeln. Dann doch lieber mit den Fischen. Also, liebe YouTuber-Fans, Freunde, Follower und Zuschauer. Vielen Dank aus dem sonnigen Hamburg, liebe Grüße, und wir werden euch wieder weiter bereichern mit wunderschönen Videos, der Heiko und ich. Wenn ihr Ideen und Anregungen habt, immer her damit. Liebe Grüße, tschüss, bis bald. Auf Wiedersehen. Was man immer so sagen muss, bleibt gesund.